Sehrknopf hat eine leere Schachtel bekommen, wo eigentlich eine Grafikkarte hätte drin sein sollen. Na. Jetzt sagt Hagen wieder Tschüssi. Der sagt doch immer Tschüssi. Ich sag immer Tschüssi. Oder zumindest schon relativ lange. Ich sag immer Tschüssi. Ja. Habe ich jemals nie Tschüssi gesagt? Müsste doch mal uralten Siedler uralten, dann. Du hast irgendwann hast du dir so Signature-Sätze mal überlegt. Nee, eigentlich ist es hat sich entwickelt. Hat sich entwickelt, ja. Du, dein Ohrchen klappt hoch. Ja, so, was hier, da, hier, Ja, leere Schachteln kannst du auch bei eBay noch kaufen. Also ja, jetzt, genau. Aber nicht, nicht so wie du gewollt leere Schachteln, sondern... versehentlich leere Schachteln. Ja, deswegen Schachteln. Hier, er hat eine Grafikkarte, also eine Grafikkarte kaufen wollen und hat eine leere Schachtel gekauft. Und das ist schon, das muss nicht, also das ist natürlich schon irgendwie böswillig, aber bei eBay steht dann Grafikkarte, bla 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 bla. Schachtel. Schachtel. Muss man halt aufpassen. Ja, weißt du, warum, bei PS5 wurde das öfter auch gemacht. Und weißt, es gibt aber auch einen interessanten Grund, warum das zum Teil gemacht wird. Also gerade bei der PS5 haben Händler Roboter eingesetzt, die einfach alle PS5s gekauft haben. Ja. Damit der Markt leer ist. Genau. Damit sie es zum höheren teuer Preis wieder teuer können. Verkaufen können. Und damit hast du, und weil die halt Roboter einsetzen, hast du dann keine Chance, die Leute, die das eigentlich haben wollen, und müssen es dann quasi zum doppelten Preis kaufen. No. Genau. Und um den eins auszuwischen, haben die Leute halt PlayStation 5 Schachtel angeboten für den Preis einer PlayStation 5. Und diese Roboter haben natürlich dumm zugeschlagen. Ja. Und damit ein bisschen diesen Arschhändlern einer reinzuwürgen. Genau. Ja. Also das finde ich machen. In dem Fall wirklich gerechtfertigt. Ja, kann man machen. Turbo Teufel fragt, ob Dennis jemals Nein gesagt hat, wenn ihm jemand etwas schicken wollte. Ich bin mir also nicht Müll sicher. Nehmen wir nicht. Muss man ganz also ja. Es gibt ja also es gab also das ist kein Ziel, aber wenn das echt Retro ist. Und in die Sammlung also, passt. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch irgendwann mal sage, das ist lieb, aber vielen Dank. Ja. Aber meistens noch ist unterm Bett Platz. Genau, und der Dennis, ihr kennt ja die Retro ausgepackt auch, ja. Und da sind ja manche Sachen einfach, wo wir auch Sachen mehrfach auspacken, bei Konvolut oder wie auch immer. Dann hat er natürlich, so wie damals, wie unser eins das kennt von der Panini Stickeralben, kannst du dich dann einfach tauschen. Also ganz klassisch tauschen. Und das ist, da gibt es auch dann wertige Sachen. Der Dennis sagt ja häufiger, er hat dann irgendwie 10 Spiele für 1 eingetauscht oder so. Und das ist super. Genau, oder ansonsten natürlich bleibt das auch nicht alles bei mir. Also manche Sachen, wenn ich sie schon habe, dann geht das Duplikat an jemand aus dem VD-Team oder so. Und da haben wir auch schon diverse Leute gut aus dem Team mit ausgestattet, die sich dann auch sehr gefreut haben. Ja. Muss man schon sagen. Die sagen dann auch mal, sag doch nochmal Danke. Und wir so, ja, Video ist rum. Was willst du denn jetzt noch Danke zu einem vergangenen Video sagen? Genau. Xander Schlag, er wartet noch auf die Liste der doppelten Spiele. Ja, ich muss mal dran denken, das auf unserem Discord-Server mal zu posten. Das ist wohl so. Ja. So, Hagen, wir haben 11:55. Ja. Sind wir noch gewillt, nochmal bei History Line jetzt anzufangen oder quatschen wir einfach nur noch ein bisschen? Lass uns ein bisschen quatschen, weil wir quatschen, also wenn wir jetzt anfangen, die ersten 10 Runden und dann ist es 1, also es wird ja nicht besser dadurch, oder? Hätte ich gesagt, dann lass uns einfach ein bisschen noch zusammen chillen und dann machen wir demnächst den zweiten Versuch. Oder wollen wir noch ein bisschen Bardstyle hinterher daddeln? Das ist ja auch vorbereitet, also das könnten wir zumindest benutzen. Wir haben... glaube ich, 15 Folgen aufgenommen, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Ach so, das ist dann nicht so ganz cool. Ja, gebe ich zu. Ja, bringt nichts. Ja, wir haben, ich komme jetzt auf die Idee, das muss man ganz klar sagen, weil wir uns in letzter Zeit häufiger mal getroffen haben, weil Bardstyle halt vorwärts gehen muss, ja. Und damit. Ja, wir wollen ja mal fertig werden. Ja. Lass uns ein bisschen quatscheln. Du erzähl doch mal, was macht denn deine Küche, Hagen? Ich räume mal ein bisschen auf hier währenddessen und der Hagen. Also bei der Küche hat sich. Jetzt nicht so viel getan, der Dennis weiß das. Wir sind gerade im Dachgeschoss unterwegs, weil es natürlich auch besonders kühl ist in Deutschland derzeit. Ihr wisst das ja. Und weil es so schön kühl ist, haben wir im Dachgeschoss weitergemacht, wo die Kinderzimmer sind, weil die zu Recht gesagt haben, hier, ihr macht alles fertig. Du hast dich verkottelt. Ihr macht alles fertig, aber unsere Zimmer nicht. Das ist Hot Drama, ja. Und daraufhin haben wir gesagt, nehmen wir mal oben weiter. Gab es sozusagen einen gewissen Stau in der Küche.
Da bewegt sich gerade eher weniger. Was wir letzte Woche gemacht haben, Dennis, das reicht nicht. Ich habe doch extra ein langes Kabel. Du musst ja, aber das mal hat mich alles verkottelt. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben, wir hatten, habe ich das schon mal erzählt, wir hatten für die Küche neue Elektrogeräte anschaffen wollen, muss man sagen, weil unsere sind jetzt auch wirklich schon zum Teil 20 Jahre alt. Und haben neben einem Induktionskochfeld, was meine Frau sich gewünscht hat, wenn sie vom Hausbau übrig bleibt, ne, kohlemäßig, und sie sagt, ja klar, machen wir. Ist ja, also sie ist ja Köchin, also sag mal, das ist ja richtig geil. Das haben wir jetzt, das ist auch schon in Betrieb genommen. Super geil. Also, das ist gegen unser altes Ceran-Feld, ist das wie Tag und Nacht. Also, es war schon, aber es war halt auch nicht günstig. Und was ja, gut, noch, aber sie kocht ja gut und gerne. Ja, und dann, also, das wurde nicht hinterfragt. Also, sie hat gesagt, ich hätte gerne ein Induktionskochfeld, wenn es von der Kohle her reicht. Und ich habe gesagt, ja, gut, lass uns googeln, was man braucht. Ja. Und dann. Wir haben es uns nicht einfach gemacht, wir haben ziemlich lange gesucht, weil wir sind ja ein 6-Personen-Haushalt und die Mengen, die wir dann natürlich kochen, also bei uns kannst du nicht mit so einem kleinen Dipsche anfangen und sagen, heute gibt's Gulaschsuppe, sondern da brauchst du so ein... Braucht man eine Menge. Da brauchst du eine Menge. Und da hast du halt auch größere Töpfe und da brauchst du halt auch Felder, die du dann größer schalten kannst. Also das ist dann, sind so Felder, die du halt nimm das erste Drittel, zweite Drittel, das dritte Drittel, vierte Drittel. Mhm. Also es gibt ja so die... auf jeden Fall genau für die, so. Es gibt für so Bräter, gibt es so extra... Genau. Und die, das hat das Induktionskochfeld so. Und dann hast du sogar noch also links einen Streifen und rechts einen Streifen. Und es gibt sogar eine für den Bräter mit Brücke dazwischen. Also wirklich ganz lustig. War wirklich, wir haben uns sehr lange gemacht. Und dann kam es auch und war alles gut. Das haben wir jetzt angeschlossen vor 2 Wochen. Glaube ich, war es so rum, 3 Wochen, irgendwie sowas. Also ist auch schon jetzt ein paar Tage her, aber die Sache schon mal eingekocht. Auf der Baustelle brauchst du ja auch was zu essen am Wochenende. Und was wir noch gemacht haben, das hatte ich, glaube ich, aber erzählt im Rahmen der Geschichte mit der Arbeitsplatte. Wir hatten ja einen kleinen Kühlschrank neu kaufen wollen und auch getan. Das Wichtige ist, also wir haben ganz lang gesucht, wir waren auch bei den einschlägigen Händlern da dazu. Also wir sind bestimmt 10-mal durch irgendwelche Mediamarkts in die Gegend gefahren und durch irgendwelche Elektroläden, weil wir gesagt haben, okay, wir haben bisher 2 ganz normale Kühlschränke. Und da habe ich gesagt, Doris, ich meine, die Kompressoren, also wenn du bei uns in die Küche reingehst, erstens brummen die, zweitens macht das Ding einfach warm. Also die Dinger, also wir haben sie extra auseinandergestellt, aber das gibt einfach, gib ihm. Genau, reichst du mir mal mein Getränk zurück, bitte? Ja, das Getränk, ja, aber das Glas leider nicht, tut mir leid. Ja. Da stehen noch C64-Teile, so geht das nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, wir nehmen einen Kühlschrank und haben gesagt, wir nehmen dann also die möglichst große Variante, aber nicht die 2 Flügel, sondern die mit einem Flügel. Genau, wir haben kurz im Chat, Jordi Labus sagt, seine Frau ist auch Köchin. Ja. Vielleicht die ähnliche Figur. Ja. Und der Nächste sagt, passt beim Hagen, sie gute Köchin, er guter Esser. Ich esse auch gerne. Also ich bin nicht nur guter Esser, ich esse auch gerne. Also wirklich so ein Thema. Ist aber jetzt, also der Kühlschrank ist Edelstahlfarben und ich sag mal, überragt mich nochmal um einen knappen 10, 15 Zentimeter. Und in der Breite, also da passe ich 2-mal rein und in der Tiefe halt auch. Also das Ding kann was. Ist das so mit Flügeltüren? So? Nee, mit einem. Mit einer. Aber da geht mein ganzer Arm in die Tür. Okay. Also so reingelegt. Also ist größer so. Als unser Getränkekühlschrank. Ja. Okay. Wir haben einen, gib ihm. Und der hat auch unten drunter noch 4 Fächer, Eisfächer. Unten drunter. Mhm. Weil wir müssen ja auch mal schnell, also mal so auf die Schnelle. Mach das halt, mal so für schnell. Wir sind halt 6-Personen-Haushalt. Du brauchst halt einfach Mengen. Das brauchen wir gar nicht drüber. Und die sind noch klein. Aber heute gab es bei uns bestellte Nudeln zum Mittagessen, weil du brauchst ja irgendwas auf der Baustelle. Mhm. Und wir bestellen mittlerweile keine Kinderportionen mehr. Meine Kinder sind jetzt über 5. Da werden Erwachsene-Portionen gefordert. Darf ich kurz die Geschichte von, als wir beim Rheinfall in Schaffhausen war es, glaube ich, waren. Ja, waren meine Kinder 4, glaube ich. Nee, oder das 3? Waren das, sie da hattest du nur 2 Kinder und die waren irgendwie, ich weiß ja, nicht, 1,5 oder so. Sein, ja. Und
Wir waren, wir haben da ein VOD-Treffen quasi gemacht. An der Schweizer Grenze und, sozusagen. Und sind waren da zum Silvesterfeiern und haben dort einen kleinen Ausflug gemacht. Michi und Nadja mit Kindern waren dabei. Mhm. Der Michi muss, glaube ich, arbeiten. Aber Nadja war mit Kindern dabei. Mhm. Und wir waren dabei und ihr wart dabei. Und war, ich weiß nicht, war sonst noch jemand mit? War der Lukas. Lukas. Genau, und wir sind rumgelaufen und haben uns das angeguckt und dann waren wir noch was essen da in so einer Imbissbude. Ja, so ein, also genau. Du konntest setzen. Ja, also. Genau, und dann gab es, wie man das als Eltern so macht, man holt irgendwie so eine Portion, so Currywurst mit Pommes und die Kinder essen das ja eh nicht auf, dann isst man dann den Rest. Ja. Und so war der Gedanke. Die beiden Mädels, wie gesagt, so ich glaube, ungefähr anderthalb müssen sie gewesen sein. Der Blick, als Hagen eine Pommes wollte. Gewagt hatte, eine Pommes zu wollen. Wenn Blicke töten könnten, wäre er in diesem Moment vom Stuhl gefallen. Ja. Und die haben diese Brat-Currywurst mit den Pommes mit Strunk und Stiel vernichtet. Ja, also da kann man, also gute, sie sind schon mit mir verwandt. Also es sind auch gute Esser. Ja, und obwohl wir das nicht irgendwie anerzogen haben oder irgendwie sowas, ich meine, das Essen schmeckt halt, das ist halt so ein Thema und bei uns wird immer alles probiert. Gut, bei euch gibt es aber jetzt auch nicht ständig Currywurst mit Pommes. Nee, Doris kocht relativ häufig halt auch frisch, also genau. Gemüse, Salat und dazu was. Bei euch gibt es ja auch oft einfach Abendbrot und so. Und nicht, dass ihr denkt, die werden jetzt hier mit Fastfood gemästet, aber da war halt eine Currywurstbude, es gab nicht groß was anderes. Ja. Und, kennen Sie ja, wenn du auf dem Ausflug bist. Crash Override, wie man deutlich sieht, fressen die Kinder Hagen die Haare vom Kopf. Die meisten Haare sind ausgefallen, seitdem ich meine Frauen kenne. Also erst die eine und dann die ganzen anderen. Ja. Ja gut, die eine, die kennst du jetzt ja auch schon sehr lange. Jetzt komm mir doch nicht mit Technik. Genau, also und heute Mittag hatten wir zum Beispiel Nudeln und dann werden auch ohne weiteres mal die Aluschalen, die von den bestellten Nudeln, weil es heute ja schnell gehen muss, Baustelle, da wird die ganze Schale leer gemampft und da brauchst du halt Platz im Kühlschrank. So kamen wir ja da drauf. Genau, Primoria, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ich wollte ja eigentlich nur erzählen, was wir gemacht haben. Ich habe nämlich, also der Kühlschrank steht direkt neben der Tür. Das würde ich nicht tun. Das sieht schon schmerzhaft aus, wenn ich dir nur zugucke. Der steht neben der Tür. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, wenn du durch die Tür läufst, guckst du hinter den Kühlschrank. Weil der Kühlschrank einen Abstandhalter hat, den wir natürlich montiert haben, weil wir es, also sollen ja, dass der nicht so nah an der Wand steht, dass der Luft ziehen kann für den Kompressor. Dadurch hast du aber so einen Abstand von der Wand, läufst durch die Tür und guckst mitten dahinter. Und wer weiß, jeder weiß, wie sieht es hinterm Kühlschrank aus. Wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, und immer so dreckig. Kennst du das? Da ist der saugt ja Dreck. Genau, der saugt ja den Staub an. Und der ist jetzt nicht so klein, dass du den mal so, lass ihn uns kurz mal nach vorne, hupp, sauber, sauber, sauber und zurückschieben, sondern der ist halt... Du musst einfach was daneben stellen, Hagen. Genau, und daraufhin habe ich eine, weil er ja Edelstahlfarbe ist. Vor Dennis Hetsch im Krieg, keine Angst, da nächstes Jahr, was soll denn das? Du brauchst jetzt so ein Peace-Zeichen da drauf, oder? Genau, so, ja. Ich bin ja, das ist ja auch nur zum Schutz, weil ich bin ja, ich habe ja Zivildienst gemacht. Für uns. Das heißt, ich bin derjenige, der dann hinterher aufkehrt und damit ich da nicht weggeschossen werde, ist doch gut, einen Helm zu tragen. Genau. Alle anderen sind clever, die tragen sich. Ich habe ja den Kriegsdienst verweigert. Ich will ja auch gar nicht Angst machen. Ja. Wo war ich? Achso, wir haben also edelstahlfarbener Kühlschrank und ich habe dann einfach eine Metallleiste, eine Eckleiste. Dennis bei der Anprobe eines neuen Fahrradhelms. Genau. Wenn ich damit, wenn ich beim Fahrradfahren den trage, was glaubt ihr, wie da die Leute gucken? Aber der hält was aus, würde ich sagen. Ich muss zugeben, ich gucke die ganze Zeit nach da, falls ihr euch wundert, weil wir haben da den Kontrollmonitor in groß. Ja. Weil ich kann ihn ja, ich sehe ihn ja nicht von vorne. Aber von der Seite sieht es noch schlimmer aus, deswegen gucke ich lieber von vorne. Ja, und darunter, weil da oben seid ihr halt nur so ein, da haben wir nur den kleinen Kontrollmonitor. Wo war ich? Achso, ich habe also Winkelleiste gekauft und die haben wir jetzt zugesägt und die bappen wir jetzt einfach von hinten dran und dann ist das Thema zu. Klemm mich mal gerade ab. Ah, dann ist es. Als Pirat hätte der Xandor Taktis Angst vor dir. Nee, Alter, Draw Diablos. Ich hole nur was, ich bin gleich wieder. Ja, das macht nicht immer, wenn der nur mal kurz was holt.
Hol doch, wenn du sowieso unterwegs bist, weil wir vorhin drüber geredet haben, hol doch noch die Soundtrack-CD von Alarmstufe Rot, bitte. Ei. Dankeschön. Du würdest aussehen wie jemand von Kennenfodder. Kanonenfutter, ja. Ja, ich fand, er hatte eher was von Worms. Hm. Ja. Oh no. Bazooka. Ja, so muss das sein. Er holt irgendwas, ich weiß es nicht. Ach so, der Premorio ist auch gut Nacht hier. Ja, ja, wir hatten nur noch Schwätze, aber solange ihr noch da seid und mit uns hier chattet, ich bin dabei. Was haben denn Worms? Hat doch auch Oh No gesagt, oder? Haben die nicht auch Oh No gesagt? Wenn sie so kurz vorm Explodieren, haben die doch auch irgendwas getan. Und wenn die dann so weggeflogen sind. Ist schon so lange her, dass wir es gedattelt haben. Auch wieder so lange her. Ja. Ja, ja, wir haben auch viele Spiele auf der Liste derzeit. Was ich gern so mal datteln würde. So. Ja, das ist schon so. Also, auch wir haben so viel ausgepackt. Was hast du denn da so? Ja, er hat natürlich auf jeden Fall die Soundtrack-CD mir gerade gegeben von Alarmstufe Rot, weil wir es vorhin hatten. Und wie heißt denn der? Heißt das Hellmarch? Ja, er ist wirklich der Hellmarch, der mit Komrad. Ja. Hast du recht gehabt. Weiß nicht mal wer vorhin, aber recht gehabt. Genau, wobei mir hat mehr Spaß gemacht die CD1, also von der CD. Ich kann die auch nur empfehlen. Die CD1 sind die Originaltitel aus dem Spiel. Richtig coole auch dabei, also machen richtig Spaß. Ich muss zugeben, die CD2 war jetzt nicht so meins. Kann man sich mal anhören, ist aber jetzt nicht so mein Feeling gewesen. Aber die Soundtrack, die CD, die fand ich echt gut. Ja. Genau. Und lustigerweise, ihr seht ja alles so schön in blau gehalten und wenn du dann die CD öffnest, in rot. Das heißt, wenn du die, so wie ich, manchmal auch nicht direkt wieder zurücklagerst in die Hülle, suchst dich dumm und dämlich, weil du suchst dann so eine blaue CD. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Rrrt, rrrt, rrrt. Ich finde sie nicht. Rrrt. Ja. Hagen, stell mich mal wieder an. Ich muss zugeben, letztens kamen meine Kinder um die Ecke und ich habe da so eine Spindel und die CDs dann da so drauf, weil du musst sie irgendwo hin tun. Und meine Kleine kam hin und hat gemeint, oh, was zum Spielen, hätte die Spindel oben festmacht. Und die ganzen CDs. Und ich so, ah, Kratzer. Also es war so ein, aber es ist ja nicht so, dass da die ganzen älteren Spiele auch dabei waren. Ja, ja, die schon so 20 Jahre alt sind, so genau. Die ersten CD-Spiele. Da passt deine Frisur. Das, ja, wenn du gerade so auf dem Schiff, da hast du halt nicht so mit Friseur, ja, nee, und so, klar. Oder? Du siehst eher ein bisschen aus wie so ein U-Boot-Captain. Ja. Genau. Ja. Kurz vor, jawohl, jawohl, Herr Kaloim. Genau, Sister Marinapan fragt, Hagen, ich bin ja nicht so lange Zuschauer bei euch, aber ich habe es so verstanden, dass du und Dennis euch ja schon von der Schule kennt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du zu VD gekommen bist? Also, Rollkragen und Sakko. Genau, der Dennis ist der Rollkragen und Sakko-Typ, ja. Das ist schon so. Wollen wir die Anfangsfrage? Dann lass uns kurz, wart ab, der Dennis hat noch mehr Kostüme, die kann er gleich noch durchwechseln. Wir machen noch einmal hier CD gucken, was der Dennis mir eben in die Hand gedrückt hat. Und dann erzähle ich die Story, wie kam Hagen zu VD? Jetzt inhaltsschwangerer Blick bitte. Dun, dun, dun. Also eigentlich gibt es da gar kein Geheimnis, aber wir bauen jetzt mal den Spannungsbogen auf. So. Denn es sieht aus, als hätte Gilligan die Mütze vom Skipper geklaut. Florian Silbereis. So. Vorhin hatte ich so einen Song, den wir früher mit Musikverein gespielt haben, schon im Kopf. Grüß Gott, ihr Freunde. Von nah und fern, es ist so schön bei euch, wir haben euch gern. Dennis, der neue Kapitän vom Raumschiff. Kommandant vom U-64, auch schön. Ich kann gar nicht hingucken. Heinz Rühmann, genau.
Jordi hat gesagt, Dennis, sag einfach, wenn wir gehen sollen. Nein, nein, bitte, bitte bleib. Ich höre auch. Kennt ihr eigentlich den, das vom Dienstagstreff, das U64-Projekt? Die haben ein C64 Motherboard in ein Aquarium gelegt und haben ihn unter Wasser betrieben. Das hat sogar eine Stunde funktioniert. Irgendwann waren die Farben weg, weil irgendwie, also man muss halt destilliertes Wasser nehmen, aber irgendwann war das halt nicht mehr destilliert. Und dann, aber sie haben ihn bei Unterwasser betrieben, bei U64. Was hast du uns da hingelegt? Ich habe Soundtracks, die wir nicht ausgepackt haben, weil ich hatte sie schon. Da haben wir den Soundtrack zu StarCraft 2 aus der Collector's Edition natürlich. Wings of Liberty. Wings of Liberty. Oh, da ist er. War nicht richtig drin. Du hast die da, ja. Die, wenn du die gekauft hast, hast du sie zerstört. Ja. Ja, gut, hast du gehört? Gut. Ja, wir spielen doch fast jeden Donnerstag die Sound Games. Ausgestellt, ich habe immer die Musik an. Ich mag die StarCraft-Musik. Ja, ich auch, aber ich höre euch. Ich habe die Sound, ich meine, den Soundtrack, den habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört. Aber ich hatte ja schon gesagt, wenn hier mal die Boxen installiert sind, dass ich hier im Studio auch die Musik aus dem Multimedia-Zimmer hören kann, dann werde ich da auch diverse Soundtracks da mal reinknallen. Ich könnte natürlich auch einfach die CD in den PC einlegen, aber nein, so arbeiten wir hier nicht. Turbo-Torte muss an Fischstäbchen denken. StarCraft 2, Heart of the Swarm. Ja. Habe ich tatsächlich, Wings of Liberty habe ich durchgespielt, da bin ich erst bis zur Hälfte. Neulich habe ich mal weitergemacht, ich muss es einfach mal fertig durchspielen. Ich muss zu Wings of Liberty, fand ich ziemlich geil. Mhm. Also es ist auch richtig cool mit dem Schiff und dass du dann verschiedene Räume und so. Ja. Bei Heart of the Swarm haben sie es überhaupt nicht transportiert bekommen, aus meiner Sicht. Hat überhaupt, also die Mission war okay, so das Ding war, also das war alles nur so. Und dann war ich unmotiviert für Legacy of the Void, nochmal die Kohle hinzulegen. Ich besitze es immer noch nicht. Also ich habe sie alle in den Collector's Editions, aber... Ich besitze sie nicht. Und wenn du nur Legacy of the Void kaufen willst, weil du musst es ja, weil die anderen kriegst, also du kannst nicht einfach alles kaufen für irgendwie 14 Euro oder so irgendwas, sondern Legacy of the Void kostet immer noch 30. Und da sag aber ich, es gibt auch das Komplettpaket. Ja, das kann ich nicht kaufen. Sobald weil du hast ja schon was. Ja. Und da sage ich, so nett. Okay. Paul nicht, weil die haben es ja all, also spiele ich auf deren Ding. Wir haben es ja. Wenn wir im Multiplayer, dann ist ja egal, dann kann er da ja mitspielen. Und dann haben wir noch was, das haben wir aber, glaube ich, schon mal in die Kamera gehalten. Möglich. Absolutes, da bin ich echt neidisch. Also die anderen bin ich so, aber der bin ich echt neidisch. Der ist richtig geil, der macht richtig Bock. Genau, Soundtrack zu Bard's Tale 4. Bard's Tale 4, Burrows Deep. Ich habe das Spiel ja gesuchtet und von in einem Rutsch durchgedaddelt. Also wirklich absoluter Hammergeil. Und der Soundtrack, zwei Soundtrack-CDs. Der Soundtrack ist auch echt hammergeil, weil auch so ein bisschen, wie heißt das, die Sprache der... Gälisch? Gälisch, danke. In Gälisch gesungen zum Teil und richtig, richtig gut. Ich bin sogar, ich habe mich ertappt, wie ich an einigen Stellen, wo die nicht die Kohle hatten mehr oder aufgehört haben zu entwickeln, weiß man ja nicht so genau, und da war ein Schlüsselplatz in der Stadt. Mhm. Also da war ein Platz und das war leer. Aber da haben sie extra Musik schon eingebaut, weil da sollte ja was hin. Aber es kam nicht Und hin. Die Musik war so gut, dass ich an einem Platz, der einfach leer ist, stehen geblieben bin, um mir die Musik anzuhören. Okay. Und das ist echt selten. Also der Soundtrack ist absolut Hammer. Dennis hat den von der Collector's Edition, da bin ich echt neidisch, weil den kannst du nicht so kaufen. Hm. Gar nicht. Es tut mir auch echt eigentlich leid für die Entwickler oder für die Künstler, weil ich glaube, den kann man kaufen. Man kann ihn aber auf YouTube zeigen. Man kann ihn auch auf YouTube sich aber anhören, den Soundtrack. Also wer Interesse hat, gerne mal bei YouTube Bard's Tale Burrows Deep eingeben oder Bard's Tale 4 Soundtrack, könnt ihr mal reinhören, es sind wirklich gute Tracks dabei. Genau, wie ihr an der Mütze sehen werdet, wir werden dereinst dann auch mal Conquest of the Longbow spielen. Das wird aber, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, aber die Mütze habe ich schon mal. Vorbereitet. Genau. Ja. Genau, die coolen Kids ziehen die Kids falsch rum an, ja. Einfach vorne, ja, Hoodie-mäßig, ja. Du bist der Held in Strumpfhosen, ja. We're men in tights.
So, wo war denn der Haken, Ghetto-Dennis, wo war denn der Haken eigentlich stehen geblieben? Also da, ich habe ja nur von der Eckleiste erzählt, die wir jetzt gekauft haben, aber noch nicht angeklebt und auch zugeflext schon. Aber hier wurde gefragt, wie kam ich eigentlich zu VD, Dennis? Ja. Also erzähl der, mal. Der Dennis hatte ja schon vor einiger Zeit erzählt, VD war ja ein Konglomerat aus sehr vielen Personen, die temporär dabei waren oder nicht. Genau, wir waren zu Hochzeiten, waren wir mal zu zwölft. Genau, also wirklich sehr viele Personen. Dann kam ich bei dem Dennis in die Klasse, aufgrund von meinen herausragenden Fähigkeiten in der Schule, kam ich beim Dennis in die Klasse, setzte mich dann freundlicherweise neben den jungen Mann, weil da war irgendwie Platz, ich konnte es auch nicht nachvollziehen, warum, relativ weit vorne, neben einem normal aussehenden Persönlichkeit, Platz war, der Xandor Taklis hat gerade einen rausgehauen, der ist gut. Ja. Der ist gut. Ich suche noch einen neuen Minion. Ja. Banana! Auf jeden Fall habe ich mich da hingesetzt und habe dann irgendwann im Laufe des Unterrichts gesagt, hallo, mein Name ist Hagen, und dann kam nur ein... Ich bezweifle nach wie vor, dass ich das so jemals gesagt habe, wie Hagen es immer erzählt. Doch, das hat sich bei mir eingebrannt, ja. Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau das Zitat lautet. Das muss ich auch dazu geben. Aber es hat sich eingebrannt, dass er mich weggepistet hat, weil wir gerade dem Unterricht zuhören mussten. Er lauschte sich ja in der Pause vorstellen können. Ja, also bitte. Ich wurde weggepistet. Ja. Auf jeden Fall saß ich dann da, arm, unschuldig, hatte keine... Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich mach mal die Brezel auf. Ja, mach. Dafür sind sie da. Und naiv wie ein Lämpchen auf der Wiese, als der große, böse Dennis Wolf seine Fänge in mich schlug und mich in den Strudel herabzog, sozusagen. Genau so. Nee, wir haben dann irgendwann, kam man so ins Gespräch und wir haben so gequatscht und dann hat sich das so entwickelt in der Schule, wie sich das halt damals entwickelt hat, kennt ihr doch auch. Er hatte eine Amiga, also. Ja, man hat dann irgendwann gequasselt und dann kam man so ins Gespräch. Lustigerweise ist, ich glaube, im selben Schuljahr der Michi aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten in der Schule hat die Klasse verlassen. Genau, das war ein sozusagen ein vom Zeitstrahl her ging das bis dahin bei Michi und beim Hagen fing es so da an. Ich glaube, das war genau so. Du warst sein Nachfolger quasi. Genau, ja. Auf jeden Fall. Ist das so, waren das so die Anfänge unserer Freundschaft, nennen wir mal so rum. Und dann irgendwann hat man sich zu Hause getroffen, wie das halt so war. Und irgendwann hat er gesagt, du, sag mal. Und dann gab es so einen fließenden Übergang. Ich erinnere mich nicht mehr, dass das so ein besonderes, herausragendes Buhai-Erlebnis war. Dann erzähle ich mal, wie es wirklich war. Weil wir hatten Virtual Dimension, haben halt Sachen zusammen gemacht. Hm? Und dann habe ich... Ich erinnere mich, es war am Tag nach meinem 16. Geburtstag, habe ich den Markus als Mitglied geworben, weil ich von seiner, bei anderen Bekannten, die hatten Musik von ihm auf Diskette, habe ich mir kopiert und wir haben uns das damals in der im VD-Team die Musik von ihm angehört und haben gesagt, den wollen wir haben. Okay. Also habe ich den Markus gefragt, ob er nicht bei uns mitmachen will und er hat ja gesagt. Wohnte auch nur zwei Straßen weiter. Auch nur zwei Straßen und weiter. Und war in meiner ehemaligen Klasse. Und dann den Jan kannte ich schon, weil er halt in der Nachbarschaft wohnt und wir haben, sagen wir mal, so ganz am Anfang haben wir uns nicht gut verstanden. Dann haben wir mal uns in der Projektwoche getroffen und haben ein bisschen C64 und Atari gespielt und sowas. Und in der Zeit hatte er auch einen Amiga. Wir sind irgendwie dazu gekommen, dass wir beide in Amos programmiert haben. Und dann haben wir einfach angefangen, uns zu treffen und zusammen zu programmieren. Und dann wurde er auch VD-Mitglied. Und dann haben wir Hagen gefragt, hier Hagen, willst du nicht auch? Nee, er wollte nicht. So, war für ihn irgendwie nichts. Und dann haben wir ein bisschen an ihm rumgegraben. Dann durfte er auch bei Walls Levels machen und testen. Und irgendwann hat er sich breitschlagen lassen und hat gesagt, na gut, dann werde ich halt Mitglied. Und seitdem ist er dabei. Ja. Echt, und einmal hat sich alles so... Ja. Der nächste hat es genau richtig erfasst, kleben geblieben. Ja, ist ja. Nein, der Markus und der Jan und der Dennis sind, also das nur Michi und ich haben die Ehrenrunden gedreht.
Nee, Michi hat gar keine Ehrenrunde gedreht. Ne? Ja, genau, der hat einfach gesagt, ich mache jetzt mal gewechselt. Genau. Stimmt, ich bin hier voll der Außenseiter, aber ich habe, mein Intelligenzquotient ist auch nicht halb so hoch wie die euren. Ich habe, der Michi war einfach nur gelangweilt. Das ist ja meine Theorie. Ich glaube, der, ja, hat der kam mit unserem Klassenlehrer sowas von überhaupt nicht klar. Ja, das ging mir aber auch so. Also mit den, mit meinen Klassen. Also gut, aber inzwischen verdient er mehr Geld als ich. Also ja, du, nein, oh Gott, wir haben alle unseren Weg gemacht. Ich meine, ich bin auch nicht undankbar. So ja, aber der Hagen war ja erst beim Markus in der Klasse, dann war er beim Jan in der Klasse und dann war er bei mir in der Klasse. Ja. Der hat, also der Hagen ist das verbindende Element hier. Ach, das ist herrlich gesagt. Dankeschön. Ja, für mich war, muss man ganz deutlich sagen, Französisch. Also wir mussten eine zweite Fremdsprache nehmen bei uns in der Schule, im Gymnasium. Und du konntest Latein, also die erste war Englisch, das Chaka. Man konnte auch Französisch als erste nehmen. Ja, aber das wäre ja noch schlimmer gewesen. Auf jeden Fall Latein oder Französisch als zweite oder Spanisch ging, glaube ich, auch. Mhm. Nee, Spanisch war damals nur noch Sondersprache, ne? Die konnte extra, genau. Und dann, aber also Französisch oder Latein, dann habe ich, also mit Französisch konnte ich mich noch nie anfreunden. Dann habe ich ein halbes Jahr Latein gemacht. Das war noch schlimmer. Ich war Französisch, das war ganz furchtbar. Und ich konnte es überhaupt nicht. Die Sprache ist nicht an mich rangegangen. Es war eine Qual. Die Verben haben sich mit mir eingeprägt. Diese komischen E-Akzente rechtsrum, linksrum, Dächelchen hier und Dingsi da Axon und Schnuppelchen unten. Axon circonflexe. Und also das ging so gar nicht. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich wollte nicht und das war irgendwie doof. Und meine Mama hatte damals für den Amiga Französisch-Lern-CDs, die habe ich auch noch, gekauft. Diese, ich weiß gar nicht mehr, dieses Etude Français hieß das damals. Und dann habe ich in den Sommerferien da gehockt und es war ein Drama. Und meine Mama hatte auch sehr viel Mitleid und hat aber immer gesagt, du musst, hock schon hin und lern. Und es war ein verzweifeltes Auswendiglernen. Sie hatten eine Kollegin, die liebte Französisch und hat dann gesagt, ich gebe dir Nachhilfe. Und dann hat die da gehockt, eine sehr nette Frau, hat die da gehockt und sich einen abgequält und hat gesagt, ich verstehe das nicht, die Sprache ist so toll und ich verstehe nicht, warum du sie... Und ich habe mich bemüht, ich hatte dann so mir Kärtchen geschrieben. Genau. Ich hatte mir Kärtchen geschrieben und habe die dann so wirklich wie so Karteikarten. Ich habe gelernt und es ging nicht drin. Und ich hatte durchschnittlich 5er und 6er in Französisch, muss man ganz deutlich sagen. Also meine Mama war unglaublich glücklich, wenn es eine 4 wurde. Die 4 ist die 1 des kleinen Mannes. Nach der 10. oder 9. Wann durften wir abwählen Französisch? Nach 10. der 10. Nach der 10. Jetzt halt's doch auch mal in die Kamera. Mach ich doch gleich. Nach der 10. abgewählt habe, ist mein Notendurchschnitt um 2,5 Noten hochgegangen. Die Lehrer haben mich angeguckt und gesagt, wie? Und ich so, das lag an Französisch. Ich war immer deprimiert. Es ging nur abwärts. Und mit einer schlechten, also die meisten Französischlehrer hatten noch Mitleid und haben mir nur eine 5 gegeben. Aber wenn du halt deprimiert bist und deswegen runterziehst und dann noch Probleme mit dem Lehrer hast, kam halt eine 2., 5. zu und dann war es vorbei. Also das war echt ein Problem. Dieses da. Ich habe es auch in grün und in blau, und aber in der Papierschachtel. Okay. Also in der, die ist nur so hoch, besitze ich auch. Etude genau. Française, Edition Longue. Ah. Ja, genau. Ich hatte auch noch die Cassette de l'élève. Also die... Die habe ich nicht. Ich hatte damals die Begleitkassetten. Ja. Nee, Französisch ging mir auch nicht so von der Hand. Also... Ich habe das dann noch als Grundkurs gehabt. Habe ich es auch irgendwann abgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, ich hatte es bis zum Schluss, aber ich bin da auch wirklich... Also in der 10. die Lehrerin mochte mich irgendwie und da habe ich noch ganz gute Noten gehabt. In der 11. ich bin abgestürzt auf eine 4. Also, ja. Ich werde nie vergessen, wir waren im Urlaub, sind wir damals mit dem Auto gefahren nach Spanien. In eine Ferienwohnung eines von meinem Vater, einen Arbeitskollegen. Und der hat sozusagen die Ferienwohnung an uns übergeben und ist dann heimgefahren. Und der war ganz begeistert von Frankreich, wie so viele andere auch. Und meine Mama meinte so, Französisch, ja, das lernt der Hagen auch.
Und er kam auf mich zu, lächelte, und jetzt muss man das geben, so eine Fahrt nach Spanien dauert ja nicht nur 2-3 Stündchen. Ne? Also wir waren müde und durchgeschwitzt, und der guckt ein und quatscht mich voll auf Französisch an. Und ich gucke ihn an und sage nur, je ne parle pas français. Und ging an ihm vorbei. Und er guckt meine Mama an, und meine Mama so... Also es war wirklich so total, total abgestimmt. Aber es war einfach, es war überhaupt nichts. Aber du warst nicht der Einzige hier. Einige unserer Zuschauer sagen auch, Französisch hat das Genick gebrochen, ist eine Krankheit. Es ist der Marinarpalm, hat es abgewählt und später dann mit Japanisch mal wieder angefangen. Ja. Der Talyrion hat Latein gewählt. Beste Entscheidung, die ich gesehen hatte, wie die anderen im Französisch und Russisch abgekackt haben. Ja, du. Und Dedicated Lurking 9to5 sagt, bin fast sitzen geblieben wegen Französisch und Chemie und heute 1,x Bachelor in der Hand. Ja, es geht dem Menschen wie den Leuten. Also manchmal läuft es halt nicht. Genau, und bei uns Französisch war wirklich ein Riesenproblem. Also es war nicht nur für mich ein Problem, sondern die Aussage, man sollte Frankreich versenken, dann sind die Sprache los und haben mehr Küste. Ja, genau so. Ja, das war so eine der Ansichten, die ich auch damals hatte. Wobei ich heute mich sehr freue, dass die Franzosen so eng bei uns stehen Richtung Europa, darf ich auch sagen. Ja, also ich war mit meinen Eltern oft in Frankreich gewesen. Also eine Zeit lang sind wir jedes zweite Jahr im Sommerferien hingefahren, 2-3 Wochen in der Bretagne. Das hat mir sehr gut gefallen dort. Ich wollte auch schon immer mal wieder hin, aber es hat jetzt die letzten Jahre irgendwie nicht so richtig, aber wenn man mal wieder so frei, ohne dass man sich irgendwie Sorgen machen muss, reisen kann, dann werden wir da sicher nochmal hinfahren. Ich sag, Draw Diablos, wir kündigen Frankreich wegen Eigenbedarf. Die Französischlehrer sind auch alle, fand ich damals, auch ein eigener Menschenschlag. Also ich werde nie vergessen, dass du sitzt da als unschuldiges 6. Klasse Kind und die Französischlehrerin marschierte bei uns siebte Klasse Kind. Also ich war ja ein das Musskind der letzten Woche. Also danach kamen die Kannkinder, aber ich musste noch in die Schule. Ich war Kannkind. Ich musste, und das war ein Riesendrama, weil ich war noch nicht so weit. Also ich kam auch sehr früh in die Schule, habe mich durch die ersten 6 Klassen so durchgemauschelt, und dann kam die 7. Klasse und ich saß da klein unschuldig Hagen, und das war wirklich so. Und ich saß da so, und die Französischlehrerin hat sich nicht vorgestellt, sie hat nicht ihren Namen gesagt, sie hat gar nichts. Sie hat angefangen, ich habe danach mir sagen lassen, dass sie gesagt hat, ich öffne jetzt das Fenster, und zwar voller Französisch. Und stieg voller Französisch ein, nicht auf Deutsch, sondern durchgängig auf Französisch sprechend. Und in der Sekunde war ich schon raus. Also sprich, die ersten 10 Minuten der ersten Stunde Französisch haben für mich gereicht, um zu wissen, das wird nix. So spielt das Leben. Heute habe ich auch ein Diplom in der Hand und auch studiert und alles, also auch gut überlebt ohne. Ja, ich erinnere mich, die Französischlehrerin damals kam rein und wir hatten einen französischen Austauschschüler. Und sie hat sich die ganze Zeit nur mit dem französischen Austauschschüler auf Französisch unterhalten. Ja. Und der Rest guckte so ein bisschen so... Kannst du auch lassen, ja. Ich sage, die sind ein bisschen eigen, genau. Ich habe aber eine Anekdote zu Frankreich aus jüngerer Zeit. Also man muss dazu wissen, dass ich bei einem Mittelständler arbeite und eine Dépendance in Frankreich ist da auch gegeben. Also Finnland habe ich ja schon häufiger erzählt, Frankreich auch. Und ich bin ja jemand, der auch in Projekten Richtung SAP mal arbeitet und musste dann mehrmals, also über Monate hinweg, auch nach Frankreich, als die umgestellt haben, ihr SAP-System. Und habe mir dann ein schönes Hotel ausgesucht. Und man muss es sagen, ich bin halt auch ein Esser, der gerne isst. Also ich esse ganz gerne. Und es hieß immer, Achtung, die französische Küche, die ist echt lecker. Und ich so, erlaub. Ne? Und habe mir dann, die anderen waren alle in so einem Hotel, die kannten sich da schon aus und haben gesagt, geh in das Hotel. Und ich so, Und dann war das so ein Hotel, also was ich ja gar nicht mag, ist, wenn du auf dem Klo hockst, du musst den Arm so auf die Seite so wegziehen, weil die Wand bis da geht. Da bin ich schon raus. Da habe ich schon gedacht, so was ein Mist. Ja, und die Klopapierroll hängt auf deinem Knie. Und da habe ich gesagt, nix. Was ist das für ein blödes Hotel hier? Also war schon eingestimmt auf das doofe Hotel, was die anderen sich kein ordentliches Hotel aussuchen können.
Und dann ging es, wir essen, mittags essen wir in der Kantine. Und die ist aber nicht von unserem Unternehmen, sondern von einem eins weiter. Und abends gehen wir mal irgendwo schön essen. Und ich so, alla hopp, die Franzosen können ja köchen da. Die, also Cuisine da, die können ja kochen. Und jeder so, ja, die können kochen. Und dann essen wir, also diese Kantine, also bei uns würdest du sagen, die haben das Hundefutter zusammengekehrt auf dem Boden und in den Topf geschmissen. Also es war irgendwo zwischen widerlich, ekelhaft und nicht genießbar. Ich habe das eine Mal, das werde ich nie vergessen, wir hatten auch Ungarn da. Und ich habe so hingeguckt und habe gesagt, okay, du willst wenigstens gekochtes Fleisch. Wenigstens das. Und habe gesagt, naja, ist kein Thema. Nimmst Gulaschsuppe. Also Gulasch. Und dann guckte mich unser Ungar an und meinte so, du willst, also die waren länger da, ne? Der guckt mich an und meinte so, du willst hier in Frankreich Gulasch essen. Und ich so, es ist wenigstens gekocht. Und er so, tu das nicht. Mhm. Und ich so, aber es ist doch bestimmt lecker. Und er so, nein. Das ist Soße über Fleisch. Tu das nicht. Und ich habe diese Gulasch, also ich dachte ja, du weißt ja nicht, es ist ja Französisch, ne? Die übersetzen ja auch nichts, ne? Also hast du so gezeigt und ich probierte und der hatte recht. Das war nicht, ich habe den kompletten Teller, so wie er war, den hingestellt und gesagt, danke, ich nehme mir einen Apfel. Also die Kantine war unter aller Sau und da habe ich gesagt, okay, tschakka. Und zudem, wir gehen dann schön essen, war es also so, dass ich an dem einen Abend alleine da war, also ganz am Anfang. Und ich nicht wusste, wo man essen geht. Was weiß denn in so einer Stadt, also nahe Lyon ist das, was weiß denn da in so einer Stadt, wo du essen sollst? Und es war auch relativ spät und ich habe so auch keinen Bock mehr, noch was krass zu suchen. Ihr kennt das ja, ne, so, was machst du? Also, du gehst irgendwo so, wo du vermutest, dass du auf jeden Fall was Nettes kriegst irgendwie. Du hast aber dir nicht so ein fieses Restaurant an, wo du dir erst noch so durch Karten wälzen oder so. Gehst du da in die Pizzeria. Der hatte auch draußen so ein Symbol für einen Steinofen. Also so, tschakka, da stand Pizzeria drauf oder Pizza irgendwas. Kann man nichts verkehrt machen. Genau, kann sie nichts verkehrt machen. So, und dann bin ich da rein, hab gesagt so, hello. Und dann guckte der mich schon so an, so, der spricht kein Französisch. Du Bios. Und dann ich so, und die führen einen zum Tisch und ich mich hingesetzt. Und dann guckte der mich an, meint so, la carte. Und also so viel Französisch ist doch schon hängen geblieben, so die Grundregeln. Ne? Oui. Und ich so, oui. Und er so, und gibt mir die auf Französisch. Und ich gucke den an und er guckt mich an und ich so, en anglais, also auf Englisch. Ja. Und er guckt mich an so, na. Und ich so, okay, du hast jetzt also eine Karte auf Französisch. Und weißt, also das... Man muss dazu sehr sagen, so eine Pizzakarte, das ist so wie wenn du hier die Pizza Diabolo kaufst oder bestellst. Da ist Peperoni-Wurst und Peperoni und Zwiebeln und Blatt. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, aber die ganzen Wörter kennst du ja nicht. Und die Namen kannte ich ja auch nicht, weil Pizza Diabolo ist ja auch sowas Deutsches. Ja. Weißt du, also die Namen kannte ich nicht und die Zutaten sind halt Wörter, die du im normalsterblichen Gebrauch jetzt nicht so weißt. Auf jeden Fall habe ich da gehockt und gesagt, verdammt, was ist denn jetzt? Und dann habe ich so durchgeblättert und angeguckt. Und auf einmal fiel mir ins Auge Hasche. Und bei uns gibt es häufiger mal Nudeln und Hasche. Und da habe ich gesagt, Hasche ist Hackfleisch. Das weiß ich. Hasche ist immer schon mal gut. Naja, hast du Hasche. Und dabei stand auch Öff. Und Öff wusste ich, Öff ist Ei. Also Hackfleisch und Ei. Da sind noch zwei Sachen drauf. Das wird irgendwie sowas Zwiebeliges sein oder so. Was so eine Steinofenpizza. Soll der die reinhauen und gut ist. Isst du das? Kannst du nichts. Was willst du denn da? Hasche und Ei. Und auf jeden Fall, ich bestell das. Bestell mir noch ein Bierchen, was irgendwie so ein französisches Bier war. trinkst du mein Bier. Und dann kommt der tatsächlich und hat diese herrlich duftende Pizza. Und ich sehe nur so den Rand, wie der die so vor mich hinhält. Und so la 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 la. Und stellt die sozusagen mit dem Teller hin und macht klack, pff, und schmeißt mir ein rohes Ei drauf. Und ich gucke hin und er so, pff, pff, und noch eins. Und ich gucke da hin und habe die schöne Pizza. Zwei rohe Eier auf meiner Pizza. Guck da hin, guck ihn an, guck die Dinger an und denk, verdammt, öff. Also habe ich eine Pizza mit Hackfleisch, Zwiebeln und rohen Eiern gehabt.
ich formuliere es mal so rum, in der Mitte blieben die rohen Eier, das Hackfleisch und Ding gerade mal drauf. Ja. Das war mir nicht gerade, weil die blieb roh. Also man könnte ja sagen, die garen nach, aber da garte nichts nach. Ja. Mir hat später ein Franzose, netterweise auf Englisch, also in der Firma erzählt, nee, die essen das so. Die finden das super, dass das Zeug roh da drauf ist. Das gibt dem Ganzen so den gewissen Touch. Mhm. Eine Delikatesse quasi. Ich habe mir auch gedacht, das ist so der gewisse Touch. Hab dann gesagt, hab dann für mich persönlich entschieden, keine Pizza mehr. Und habe dann gesagt, okay, dann gehst du beim nächsten Mal mit meinem Finn, hab ich mich verabredet, und der hat gesagt, das ist kein Thema. Schräg vorm Hotel ist ein Bar and Western Grill. Da muss es ja wohl irgendwie Burger oder so geben. Und da habe ich gesagt, naja, Bar and Western Grill ist ja gar kein Thema, da gibt es so Burger oder irgendwie so ein Fleisch. Und es heißt Bar and Western Grill, die werden ja wohl eine englische Karte haben. Ja. Wir sind da rein, mein Finne guckte mich an und hat so gemeint, so, hier, die hatten hinten so einen riesen Schwenkgrill, so ein Dings. Und der guckte mich an und, wie, und mein Finne hat, das weiß ich noch, irgend so ein Filet ausgesucht und ich habe einen Burger ausgesucht. Also so richtig, tschakka. Und wir waren beide ganz happy, weil wir kriegen da ja ein ordentliches, also wir wissen, was kommt, kann man ja nichts falsch machen, was willst du an dem Burger falsch machen? Was ich nicht verstanden habe, ist, dass der Grill nicht dafür da ist, das Fleisch zu grillen. Also mein Burger war ein rohes Patty, was oben und unten angekrustet war, also einmal heiß gemacht oben und unten und in der Mitte komplett roh, also komplett rare, roh. Also richtig roh. Und ich guckte da so hin und dachte so, okay, beim Burger kenne ich das nicht. Und dann kam das rohe Filet von meinem Finn. Und man muss dazu wissen, die Finnen sind auch hart gesotten. Kochen ist in Finnland so eine Sache. Die essen das ein bisschen anders. Die wissen aber selbst, dass ihre Küche eher so, also Mama kann gut kochen, aber alle anderen. Und der guckte da hin. Und wir gucken beide so die Bedienung an und hatten, also ich habe das wirklich, du hast diesen Burger gehabt und du hast so einen roten Streifen außenrum. Hm. Kannst du richtig so, und das war auch knatschig, also es war auch nicht kross und lecker. Und wir gucken den an, ich lege den Burger wieder hin und der guckt uns ganz konsterniert an, als wir den gebeten haben auf Englisch, er möge das Fleisch doch mal bitte auf den Grill legen. Der hat uns echt anguckt, als wären wir bescheuert. Und normalerweise, also ich kenne das ja, dass die bescheuerten Deutschen, ja, aber ich hatte ja meinen Finn dabei und der guckte auch so, der hat auch da, nee, legen Sie es drauf. Und dann haben die drauf gelegt und dann danach war es auch halbwegs essbar, aber es war halt auch einfach nicht lecker. Was hat der Hagen sich daraufhin vorgenommen? Erstens, kein Burger. Er sucht sich selber das Hotel aus. Ich habe ein richtig geiles 50er-Jahre-Hotel unrenoviert gefunden, was alle anderen im Unternehmen furchtbar fanden. Ich fand es super, weil es war ein riesiges Bett, es war halt eine super altmodisch kitschige Tapete. Der Boden hat es geknarzt, aber zum drin pennen und da übernachten super. Und das Frühstück hat die Hotelchefin selber zubereitet mit Baguette und selbstgemachter Marmelade und Butterchen und keine Ahnung. Also für mich... Der Tag fing daraufhin gut an. Richtig ordentlicher Kaffee. Also war richtig. Und die war auch immer happy. Ich kam nämlich dann ja ein paar Mal und die, ach, da sind sie wieder. Was wollen Sie denn diesmal essen zum Frühstück? Und ich so, was haben Sie denn für Marmelade? Also waren wir super. Alexander Tagless sagt, in Neuseeland hatten wir uns angewidert angesehen, als wir Met oder Tartar gegessen haben. Ah, und Topotat sagt, in Frankreich ist eine Pizza ohne rohe Eier wie ein Dom ohne Glocken. Und wie habe ich überlebt in Frankreich? Ich habe irgendwann, bin ich mit dem Auto durch diese Vorstadt da gefahren. Und da war ein Restaurant, das hieß Le Carnivore. Ja. Und Carnivore weiß ja wohl jeder, seitdem wir Fleisch. Jurassic Park geguckt haben, ist der Fleischfresser. Und ich so, wenn die Carnivore heißen, dann müssten die eigentlich gutes Fleisch haben. Und die hatten auch dieses rohe Fleisch. Also das ist, die essen das da echt so. Und die, und aber die hatten eine Mahlzeit, hieß Fleisch und heißer Stein. Und ich so, nehmen wir, dann tust du nämlich das Fleisch auf den heißen und ich Stein. So, und dann kam dieses Rohstück Fleisch und das war eigentlich nur gedacht, dass du es einmal pff und das dann roh ist. Ja, und du hast und es einfach ich habe es in Streifen geschnitten und dann schön aufgestapelt. Die haben auch alle blöd geguckt, aber ich war super glücklich.
Ich hatte genau das, was ich wollte. Die Beilagen waren super. Das Fleisch war genau so, wie man es braucht. Also so noch nicht durch, aber so kurz davor. Also so, ja, so Medium bis irgendwas. Und ich so, super. Ja. Die haben das übrigens auch mit Schweinefleisch, essen die das so. Also Hygiene und so ist vollkommen, du hast da ein rohes Stück irgendwas. Ja, Basticello sagt, 7 Monate Projektbaustelle in Frankreich waren ein Erlebnis fürs Leben. Einmal und nie wieder. Genau so. Also ich habe mit meinem Finn, wir haben dann irgendwann rausgefunden, welche Restaurants, also wir haben die Franzosen gefragt, welche Restaurants sind furchtbar. Und da seid ihr hin. Ja, wir haben wirklich, und hatten dann so eine Liste und haben uns, da waren auch furchtbare dabei, aber haben uns dann langsam so vor uns hingefuttert und hatten irgendwann eine Liste, wo wir hingehen wollten und essen. Und dann war es so, dann kamen auch neue Kollegen nach und haben dann gesagt, ja, hier kann man nicht essen. Hier kann man nicht essen. Und wir so, ja, wir haben da so eine Liste. Und spätestens nach 3 Tagen kamen die anderen und gesagt, vielen Dank für die Liste. Wir hätten hier nie überlebt. Und wir so. Und lustigerweise hatte ich einen Kollegen in der Abteilung, der immer gesagt hat, du fährst nach Frankreich, ich beneide dich so unglaublich. Ich mache jedes Jahr 2-mal im Jahr Urlaub in Frankreich, dieses Lebensgefühl, dieses unglaubliche Ding, sie, der konnte auch fließen, Französisch, hat gemeint, und ich, wir übernachten da, und wenn ich das allererste Mal abends ins Restaurant gehe und da dieses richtig leckere französische Essen, und das ist so anders von dem, was wir in Deutschland haben. Und ich guckte den an, weißt du, so, das ist so anders. Und er so, ja, ist das nicht lecker? Und ich so, Es ist nicht lecker. Es ist furchtbar, es ist widerlich, es ist ekelhaft, es ist kaum überlebbar, es ist. Buah. Und sogar. Das war jetzt ein Zitat. Ja. Er findet es wohl ganz scheußlich. Das ist es! Genau. Es ist widerwärtig, ich hasse es. Mehr davon? Bitte. Ja, genau so. Aber das war nicht so. Und lustigerweise, als ich dann fertig war mit dem Projekt, ein halbes Jahr später fing für ihn ein Projekt an und er musste für 2 Wochen nach Frankreich. Mhm. Der kam zurück und hat mich angeguckt und hat gesagt, Hagen, du hattest recht. Das ging gar nicht. Und ich so, hast du meine Liste? Und ich so, ich habe die Liste. Da waren leider welche schon zugemacht. Und ich so, die Franzosen mögen es leider nicht. Und er so, ja, aber ich habe damit überlebt. Und ich so, ja, du magst doch Frankreich. Und er so, das sind keine Franzosen. Sister Mary Napalm sagt, in Japan habe ich mal Gyudon oder wie auch immer man das ausspricht, gegessen. Das sind Rindfleischstreifen und Reis. Und bei einigen dieser Gyudon-Schüsseln werden auch rohe Eier gereicht. Die sind in Japan etwas anders als in Deutschland. Man kann sie bedenkungslos essen. Sehr lecker, aber für Europäer echt gewöhnungsbedürftig. Und Xander Taktes sagt, ich hätte gern ein Hühnchen medium rare. Ich war ja auf den Philippinen und durfte da mal Balut essen. Hühnchen medium, das, nicht ganz rare. Das angebrütete Entenei, sowas von oberpervers widerlich. Ja. Ja. Gyudon wird's ausgesprochen. Okay. Und Idea at First, der richtig ist. Ich habe natürlich Data aus Star Trek Generations zitiert. Ja. Ja. Nee, also ich muss zugeben, daraufhin, also der Kollege war ja ganz französisch und der hat gemeint, er hat dann sich später schlau gemacht und gemeint, das Wichtige ist an der Atlantikküste, wo er immer Urlaub macht, die haben einen ganz anderen Essensstil und da kommt wohl auch das von die französische Küche ist so lecker. Ja, und ja, die, wo ich so war, im Mittelfrankreich, die, das ist auch bekannt, die können überhaupt nicht kochen. Ja, Urlaub haben wir genau. Nämlich auch an der Atlantikküste, Bretagne und sowas gemacht. Ja. Ich hatte ja gedacht, du erzählst die Geschichte, dass du mit Händen und Füßen und Englisch dich irgendwie mit den Kollegen durchgekämpft hast. Das war, und das, als das Projekt zu Ende war. Genau, das kann ich auch noch erzählen. Also wir waren, ich war da ja dann unterwegs in Frankreich und so und musste die so ein bisschen bepimpern. Also der Franzose an sich ist kulturell ganz anders. Wir haben auch vorher einen kulturellen Lehrgang gemacht. Auch ich habe das verstanden, dass die mich nicht immer verstehen. Also nicht nur wörtlich, sondern auch, dass die anders sind ein bisschen. Mhm. Und habe mich da ganz bemüht. Und wir hatten so ein Teilprojekt und mein Counterpart, der Patrice, ein sehr netter Bursche, und er konnte aber nur gebrochen Englisch. Und ich halt mit Händen, Füßen, Englisch, Italienisch, Spanisch, was du so lernst, wenn du in Spanien Urlaub machst, ne? Cervezas und Gracias und Helados, ne? So. Also so. Und mit den 5 Brocken Französisch, die ich irgendwie noch in meinem kleinen Hirn zusammengewurstelt kriege. Also wirklich Hände und Füße, und wir haben uns da unterhalten und bla. Und das ging irgendwie ein Dreivierteljahr ungefähr so. Und da haben wir bla. Und also, es hat nicht gereicht für viel Privatgespräche, ich darf das ehrlich sagen. Ja, also man konnte dann, wie war dein Tag, wo gehst du hin essen, das geht noch, aber alles darüber hinaus. Ne? Und irgendwann sitzen wir dann da
war mir irgendwann, also da war das Projekt sozusagen rum. Und dann kam so diese Abschiedsfete. Kennt ihr das, wenn du ein fieses, langes Projekt hattest? Danach kommt so ein Go-Life-Party. Wie sind wir so geil? Was haben wir alle so? Und das war ja total entspannt, weil wir es alle geschafft haben. Und alle, die was geschafft haben, sagen, nein, entspannt war es nicht. Und alle, die Projektleiter sagen, ja doch, es war ganz entspannt. Das ist nämlich immer so. Er ist meistens Projektleiter, er sagt immer, es war ganz entspannt. Ich Wir haben es hingekriegt. Genau. Deswegen. Ich gucke da meistens so. Ist aber egal. Und dann sitzen wir da so und bla. Und dann haben wir halt doch versucht, mit Händen und Füßen irgendwie ein Gespräch. Und auf jeden Fall mittendrin sagt er, du Hagen, wir können uns auch auf Deutsch unterhalten. Ich war übrigens 2 Jahre bei der französischen, damals noch bei der Besatzung, bla, nahe Heidelberg, überhaupt kein Thema, lass uns reden. Und ich gucke dir dann so, ohne Witz. Halb, dreiviertel Jahr neben mir gesessen, ich habe mich gequält wie Hölle und wir hätten einfach auf Deutsch. Englisch-Deutsch sprechen können. Und kannst dann, du nur sagen, und dann, suchen Sie sich einen aus. Genau, suchen Sie einen aus, aber das haben die auch in den kulturellen Vorbeschreibungen gesagt. Also, wer Deutsch kann, sagt es besser nicht in Frankreich. Kommt also, nicht gut. So, ja. Also, weil ich habe danach nämlich gelernt, die meisten Franzosen können Deutsch. Das habe ich vorher nicht gewusst, aber das ist so. Ja, die lernen das halt auch als Fremdsprache. Die lernen das als Fremdsprache und während wir ja sagen, also während, das war ja auch das Thema bei uns in der Schule, mit Frankreich unser direkter Partner und Chakalaka, so war das auch mit Deutsch. Hm. Und deswegen, die können vielleicht nicht gut Deutsch, aber zumindest grundsätzlich können die Deutsch. Und das war aber irgendwie so, das sagst du nie jemandem. Und ich saß da echt so, ich habe den angeguckt, ich habe echt gedacht so, jetzt hättest du mal vorher sagen können. War hier, mal nachgucken, hier der Trotty hat das sagt, die Franzosen nehmen nicht gern Döni, warum auch immer. Als ich dann aber zu Nancy gesagt habe, da war was los. Ja, der Basti Zelte sagt, in Spanien beim Projektessen gab es am Buffet lebende Schnecken, die man selbst in heiße Suppe oder so tun musste. Bäh? Ich esse gerne Schnecken, aber ich kenne diese also das Ding auch. Ich muss zugeben, Doris macht mir auch häufiger Muscheln. Mhm. Ich habe auch schon Mitleid, weil du hast ja diese lebenden Muscheln, die sortiert sie dann aus und dann schmeißt sie die in den Topf und ich gucke da jedes Mal zu und dann... Also ich sag mal, so rum ist auch nicht so meins. Ja, da musst du schon irgendwie ein bisschen härter drauf sein. Tinerion sagt, in Ungarn ist das Essen zum Glück in der Regel super und günstig für uns. Habe ich auch so. Wir haben auch eine Dépendance in Ungarn. War ich auch sehr lecker, ja. Ja, Tubotorte sagt, seit der Tempel des Todes gesehen hat, Indiana Jones, hat er kein Interesse an kulinarischem Essen im Ausland. Kein Fan von Affenhirn auf Eis. Genau. Und ja. Sandra Taklis zählt hier nur, was weiß ein alter Wissenschaftler schon über Kleidung? Oh, es ist eine Frau. Einem Doktor in Mode aus Frankreich. Ja. Ja, ich habe noch, ich kann auch noch was beitragen zu französisch-kulinarisch. Ja. Weil wir waren mit dem Musikverein auf Städtepartnerschaftsaustausch gewesen mit Arras, das ist bei Amiens. Jetzt sag nochmal, also Lyon liegt in der Mitte, wo bist du denn? Rechts oben, links oben? Sind relativ weit Nordfrankreich, aber an der Küste. Ah, okay. Oder in der Nähe der Küste, nicht direkt, aber in der Nähe der Küste. Genau, da waren wir, glaube ich, 2 oder 3 Mal sind wir da mitgefahren als Musikverein und haben dann da auch Musik gemacht und sind beim Fastnachtsumzug mitgelaufen und so. Mhm. Der eine Fastnachtsumzug, da haben sie direkt, also wir halt Musikverein, so mit Blasmusik und so, und direkt vor uns war ein Tieflader mit 10.000 Watt Bass Machine. Also wirklich Tieflader mit Box. Ja. Direkt vor uns mit aufgedreht ohne Ende. Und dann wir mit 15 Musikern. Wir haben 50 Meter Abstand gehalten, damit wir uns wenigstens selbst gehört haben. Es war eine Unverschämtheit, so das Gleiche. Ja. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Wir haben, also die Stadt, wo wir da waren, die haben nicht viel Geld gehabt, ja. Aber die haben, die wollten uns was Gutes tun und haben auch so dann für uns so Essen gekauft, irgendwie so Menüs, so in so Plastikboxen und sowas. Es war einfach nicht gut. Man konnte so einzelne Sachen davon essen. Dann gab es bei einem Ausflug mittags gab es Baguette mit Mayonnaise an Mayonnaise mit Mayonnaise. Also wenn du einfach 80% der Mayonnaise abgekratzt hast, konnte man es gerade so essen. Dann gab es dazu Eclair.
Das ist ja so Brandteig Sahne, mit irgendwas. Sahne, Schoko. Das war einfach, es ging gar nicht. Es ging einfach gar nicht. Ja. Und die sagen dann, die Deutschen waren arrogant, die haben unser Essen nicht gegessen. So ungefähr. Wir waren beim zweiten Mal oder so, gab es am Freitagabend, was sie selbst gekocht haben, so Bleche mit gebackenen Kartoffeln und irgend so. Das war voll lecker, super. Aber ansonsten, waren wir irgendwo noch zu einem, da gab es ein Stadtfest. Der Bürgermeister hat das auch angekündigt. Das war das Fest mit einem Barbecue Géant. Also ein riesiges Barbecue. Achso, Giant. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und da gab es, es gab Pommes frites. Mhm. Ja, französisch. Und die Pommes frites waren, also sie hatten da so Fritteusen stehen. Und die Pommes, ich demonstriere euch die Zubereitung der Pommes frites. Also man hat diese Gitter, tut die Pommes rein und dann in das Fett. So ungefähr. Die waren ungenießbar. Dazu gab es Würstchen. Es gab entweder so welche, die waren halt irgendwie sehr kross. So schlammerig und mini klein, meinst du? So kross und. Achso, okay. Und dann hat einer bei uns aus dem Verein hat dann die dickeren Würste genommen, ja, aufgeschnitten und dann fielen so die Gedärme da raus. Ah. Alles Delikatessen. Und also wir sind satt geworden. Wir haben uns dann beim Frühstück, glaube ich, einfach Croissants reingeknallt und genau. Und dann gab es noch Musik. Vic Prouvot et son Grand Orchestre haben gespielt. Das war irgendwie so ein abgehalfterter Schlagersänger mit seiner Frau Mutter und seiner Frau Schwiegermutter als Hupfdohlen. Also so sah es zumindest aus. Und dann haben sie. Aber gehässig. Das war Zitat mein Schwiegervater. Der ist aber auch gehässig. Manchmal, der ist direkt. Also das kann man schon sagen, ja. Ja, und also wir haben halt das Beste draus gemacht und haben auch dazu getanzt und sowas. Und haben sie extra, weil die Deutschen da waren, haben sie für uns alte Kameraden gespielt mit Akkordeon und so. Und dann mit einer Art Lederhosen-Imitation und sowas. Also total nette Leute. Aber in der Bretagne habe ich mich eher wohl gefühlt. Ja. Aber also das passt aber zu meinem Erlebnis. Über ja. Die, ja? Also deswegen, also gegen die Leute kann man echt nichts sagen. Aber ja, es ist halt einfach andere Mentalität. Ja. Ja. Und Essen wie Gott, von Frankreich essen, ich hatte halt so Paul Bocuse und sowas. Und es gibt halt. Jeder irgendwie hat da so. Es gibt halt gute Restaurants, wo du auch wirklich gut essen kannst. Aber so mal so das normale Essen, das ist so wie wenn du in den USA ist ja auch, wenn du da bist, dann kannst du entweder halt Fast Food essen. Oder gibt es halt richtig Geld aus. Mhm. Und das dazwischen ist halt dann alles so, naja. Ja, du musst mal hochscrollen. Wir kommen nicht mehr hinterher. Ja. Genau. Die Schneckengeschichte, ich esse gerne Schnecken, muss ich zugeben. Aber ja, die müssen in Knoblauch schwimmen. Sonst sind die Schnecken eigentlich total überflüssig. Das ist schon richtig. Ja. Ich esse gern Muscheln, muss ich zugeben. Aber auch da ist es sehr ähnlich. Der Riesengeschmack ist dann nicht, aber mit Soße zusammen wirklich lecker. Dann ist der Marin Napalm. Als ich das erste Mal nach Tokio gefahren bin, hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Ich hatte schreckliche 22 Stunden andauernde Anreise mit einer Menge Katastrophen, kam vollkommen ausgelaugt an, war verschwitzt, total fertig, haben mit einigen Brocken aufgeregten Japanisch-Englisch-Mix eine ältere Frau nach dem Zug von Ikebukuro nach Shinamachi gefragt. Und als ich das alles zurechtgestammelt hatte und sie mir die Verbindung erklärt hatte, sagte ich Arigato. Sie auf Deutsch, kein Problem. Ist das Zugticket aus der Hand gefallen. Tja. Ja, das war. Du hast doch erzählt, du warst der Taxifahrer in Israel. Nee, das war der Opa. Der Opa, Also ich war, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich war in meiner Jugend, also der Pubertät, sagen wir mal so, zum Schüleraustausch nach Israel. Zweimal. Zweimal? Dreimal? Ja. Ich weiß schon, es ist schon so lange her, ich bin ganz ehrlich. Die kamen dann auch zu uns und das war alles kein Thema, weil der durchschnittliche Israeli spricht sehr gut Englisch. Das muss man ganz deutlich sagen, die sprechen wirklich gut Englisch. Und jetzt ist es ja so, du bist da bei einem gleichaltrigen Jungen, du warst bei mir. Manche sind auch, also je nachdem, Mädels zu Mädels und Jungs zu Jungs, aber manchmal, je nachdem, welches Alter die hatten,
mit Gästezimmer und so weiter. Ist aber egal, auf jeden Fall so. Und ich war da bei dem Jungen und da, also bei dem einen, ich war bei verschiedenen, bei dem einen war ich bei dem Jungen. Und die Mutter fand mich irgendwie total toll, weil irgendwie war ich, also ihr Junge war irgendwie nicht, also der war so unmotiviert, nenne ich es mal. Und dann kam so der kleine deutsche Hagen und der hat erstmal mit ihr ordentlich sich unterhalten und der wusste auch, wie man irgendwie sein Besteck gerade hält. Und mhm. Er fand jetzt auch Körperhygiene nicht abstoßend, sondern eher war der zugetan und sie fand es erstmal grundsätzlich toll. Also erstmal, der Hagen war eigentlich echt okay. Und wir haben dann halt so uns einfach unterhalten und wie auch immer. Und dann irgendwann kommt es halt auf die kritischen Themen halt auch mal so angeschnitten. Und dann kam halt raus, ungarische Juden. Okay. Und so weit, so gut. Und sie dann so, ja, wir müssen aber, also das war Afula hieß die Stadt. Und das war wirklich eine Stadt und weiter außerhalb. Und sie so, ja, und wir fahren dich dann immer zu dem Platz, wo die Tagesausflüge dann kommen. Ne? Weil du musst ja was sehen da, Jerusalem, alles was dazu gehört. Und ich so, ja, ist okay, bist ja auch angewiesen, kennst du überhaupt nicht aus. Konntest auch noch kein Auto fahren. Und sie auf jeden Fall, ah ja, kein Thema. Und dann halt hingefahren. Und ich so, ja, okay. Und irgendwann war halt, also das war die eine Story, irgendwann abends haben sie verpeilt, mich abzuholen. Da habe ich halt die Schultern gezuckt und habe gesagt, naja, was machst du jetzt? Da läufst halt an. Hm. Weil es, also ganz ehrlich, wenn du 5, 6, 7 Mal dieselbe Strecke gefahren bist, weißt du ja ungefähr, wie du laufen musst. Hm. Also bin ich einfach gelaufen. Nach einer Dreiviertelstunde stand ich da so vor der Tür, klingelte den Knopf, sie machte die Tür auf, guckte mich an, kriegte riesen Augen. Hast gemeint, wie kommst denn du her? Und ich so, zu Fuß. Und das war für die total, die konnte sich nicht vorstellen, dass man zu Fuß gehen kann. Also das, und auch noch jemand in meinem Alter. Also sie hatte halt ihren Sohn und, hm. und der hätte bleibt da jetzt eine Stunde hocke, die wird schon irgendwann kommen, weißt du, so frei. Ja. Und ich dann so, geht's mal dahin. Also das fand sie schon irgendwie auch überraschend. Und ein paar Tage später meinte sie, ja, sie hat also keine Möglichkeit, mich morgens hinzufahren. Ihren Vater fährt's. Ja? Und ich dann so, ja, und sie dann aber gleich, aber ich sag dir, der kann kein Englisch. Und ich so, ah ja, dann alle hopp, was willst du denn dann noch machen? Hm. Weißt du, und hat dann einfach gehockt und gesagt, ah ja, gut, die Fahrt da jetzt auch nicht so ewig, ja. Und hockst dann ins Auto, sagst, ich weiß gar nicht, was auf Israelisch, also Shalom natürlich, mhm. aber die, da, es gibt auch eine Spruchformel für Guten Morgen. Ich weiß ja nicht mehr, aber die halt rausgequetscht, er so kurz genickt, ich so kurz genickt und dann halt ins Auto gehockt und er fuhr los. Und auf jeden Fall, ich sitze da so und tschakalaka. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Als ich ausgestiegen bin, habe ich halt die Formeln für Dankeschön und alles gesagt. Und dann guckte er mich an, so, ja, hab einen schönen Tag. Ja, er sagt, du hast mir damals erzählt, so, ich hol dich dann um 8 Uhr ab. Genau, so rum war es dann. Genau, ja. Ich hol dich dann wieder, genau das hat er gesagt. Ich hol dich dann wieder ab. Und ich guckte den echt nur so an. Hätte ja mal früher sagen können, dass er Deutsch spricht. Ja, und der Opa konnte fließend Deutsch. Das hat mir dann, ich habe dann mit der Mutter geredet und sie so, ja, der ist geflohen und der konnte fließend Deutsch. Also er kann fließend Deutsch, überhaupt kein Thema. Das wäre jetzt die wichtige Information gewesen. Genau, nicht so. Mhm. Und ich guckte sie so an und sie guckte mich so an, aber es gibt halt so Themen, wo du zurückhaltend bist, sie anzusprechen. Also ich würde in Israel niemanden offensiv auf Deutsch ansprechen, wenn er halt damals geflohen ist. Ich gebe es mal ehrlich zu. Und so war ich halt da zurückhaltend und das war, ich bin damit gut durchgekommen, ich sag's mal so. Weil wir waren da halt nicht so gut drauf. Ja, sagen wir mal so. Genau. Also wie heißt es bei Quality Land? Das war die deutsche Armee ist da ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Ja, leider ja nicht nur die deutsche Armee. Ja. Ja. Aber wir wollen jetzt uns hier kommt um die Uhrzeit nicht noch damit belasten. Jetzt das genau, hier Basti Zello hat noch gesagt, hier Rom vor 2 Jahren im Restaurant. Where are the restrooms? Danach der Tür die Wendeltreppe runter. In Rom muss man aber deutlich sagen, die Italiener in Rom sind ja immer gewohnt. Touri-mäßig voll drauf und die meisten haben auch mal in Deutschland gewohnt. Also es ist jetzt nicht eine Übertreibung, sondern es ist wirklich so. Das heißt, die sprechen da sehr, sehr, sehr gut Deutsch. Sogar besser als Englisch. Also wir haben damals in irgendeiner Hintergasse so Bruschetta, nenne ich es immer, also Tomatenbrot, bestellt.
und ich quäme mir da einen ab. Bruschetta. Englisch, Deutsch, also Englisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Misch mit Händen und Füßen. Und der sagt, ich bringe Ihnen dann gleich mal die deutsche Karte, dann können Sie mir einfach sagen, was Sie wollen. Und ich so, ja, okay. Warum bringen Sie mir schon mal ein Bierchen. Er so, ja, ist kein Thema. Und kam dann mit seinem Bierchen. Also in Rom ist das ganz anders. Ja, da, da musst du kategorisch, da, lieber nicht in Englisch, sondern direkt in Deutsch. Ja. Ja, ich habe immer, ich habe Hemmungen in einem fremden Land, dann es mit Deutsch zu probieren, weil ich mir sage, die furchtbaren Deutschen, wenn ich schon nicht die, die Sprache spreche, die in dem Land, dann versuche ich es mit der, der internationalen Standardsprache, halt Englisch. Ja. Und nur wenn ich damit nicht weiterkomme, dann versuche ich, können Sie vielleicht Deutsch. Ja. Aber das ist immer so. Das ist auch so, aber man vergisst halt immer wieder, dass Deutsch eine sehr vorherrschende Sprache im europäischen Raum ist. Hm. Also du hast halt die Österreicher, große Teile der Schweiz, Teile von Italien, also Norditalien, die sprechen ja, sagen wir mal, Abwandlungen von Deutsch. Belgien, Luxemburg, die Niederlande sprechen alle so. Auch Teile in Belgien sprechen auch recht gut Deutsch. Okay. Vielleicht nicht native, aber also so in den Ding. Und wo du dann hockst und sagst so. Jetzt ist das Flämisch ist ja dem Deutschen zumindest ähnlich. Ja. Und die Dänen, wusste ich auch nicht, sprechen auch recht gut Deutsch. Also die, wir hatten die ja mal, muss man sagen. Ey, gut, jetzt hat. Aber also Dänisch, Schwedisch, Norwegisch hat auch mit Deutsch wiederum durchaus was zu tun. Ja. Nur die Aussprache ist halt sehr anders. Also ich habe mal versucht, vom Lesen her Dänisch auszusprechen. Ich hatte mit einem dänischen Kollegen, weil ich hatte eine Schulung, der konnte ein bisschen Deutsch. Der hat nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe, weil das einfach ganz anders ausspricht. Ja, ja, also das ist schon. Und die Finnen, die haben mich ja echt überrascht. Also Finnisch ist anders als alle Sprachen in Europa. Das wissen die aber auch. Die sprechen da was ganz Eigenes, das ist denen ihres und gut ist. Hat das nicht irgendwas mit Ungarisch zu tun? Ich könnte so ähnlich sein, aber ich kann es, also es hört sich auch ganz anders an. Es schreibt sich und es schreibt sich mit ganz vielen I's. Genau, ich kenne einen, wir hatten ja die Mathematik-Informatik-Lehrerin, die war ja Finnin bei uns und wir haben über, wie heißen die Worte, die vorwärts wie rückwärts gleich sind? Wie Otto und so, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Und der hat uns ein finnisches Wort als Beispiel genannt, Saipiakopi Kaupias, Seifentassenhändler. Ja, und so, also so ist das. Und dann, ich hatte ja meinen Finnen da und dann schwätzt man ja auch mal, und aber auf Englisch dann. Mhm. Ne? Also die können auch richtig gut Englisch. Sie können auch sehr gut Schwedisch meistens, Englisch, zum Teil Russisch und Finnisch halt. Also Schwedisch und Finnisch sind die Amtssprachen. Mhm. Und Russisch halt, ist weil ja man muss dran. Ja wissen, wenn die kommen. Ja. Das sagen die auch so. Mhm. Man muss ja wissen, wenn die kommen. Auf jeden Fall, und dann ich so, aha, und er so, ja, und ich kann auch etwas Deutsch sprechen. Mhm. Und ich gucke den an. Ja, Talyrian sagt gerade, Finnisch ist witzigerweise mit Ungarisch verwandt, aber beide verstehen sich nicht. Ich finde auch, sie hören unterschiedlich sich an. Mhm. Auf jeden Fall, er sagte dann so den Satz, ne, quälte sich den raus. Und ich gucke so, hä? Und er so, hat mir dann auf Englisch erklärt, naja, die Sache ist ganz einfach. Finnland hat nicht so eine große Bevölkerung. Und da gibt es nicht so viel. Da gibt es nicht so viel TV-Programm. Mhm. Das heißt, er hat gemeint, wir gucken der Alte. Mhm. Und die gucken sozusagen der Alte auf Deutsch mit finnischen Untertiteln. Ja, das ist in Skandinavien ganz viel mit Untertiteln. Da wird nicht synchronisiert. Und genau. Deswegen können die auch gut Englisch und andere. Genau, und die haben, also der hat geguckt, der Alte, Tatort hat er gesagt. Die hat er geguckt und noch irgendwas, der konnte die Volkswagen-Werbung auswendig, wo ich sage, Volkswagen, das Auto. Und die haben so eine geile Betonung dabei. Das Auto. Also richtig lustig. Und über die Fernsehserien haben die Deutsch gelernt. Ja. Und ich wusstest dann so, du, dass Iron Sky ein finnischer Film? Ja, zufällig, ich wusste, dass das jetzt kommt. Aber wirklich ganz so, und zwar richtig gut. Also wo ich, wenn ich mir Untertitel auf Japanisch angucke, also einen Film auf Japanisch mit englischen Untertiteln, kann ich danach Japanisch? Nee. Nein. Und jetzt musst du dir mal geben, die hocken sich dahin, gucken sich irgendwie ein Krimi an, der jetzt auch, also wenn da, ich habe nie der Alte geguckt, aber wenn da der Kojak-Verschnitt mit dem was weiß ich was Verschnitt da reden, die reden ja auch nicht so unheimlich viel.
Und danach können die Deutsch. Ja, das hängt aber auch zusammen, wenn du da früh mit anfängst. Also wir hatten einen philippinischen Kollegen bei uns, der längere Zeit in Deutschland gearbeitet hat. Und der hat dann auch irgendwann seine Familie da gehabt. Mhm. Und der Sohn konnte relativ schnell Deutsch und hat das mit SpongeBob Schwammkopf gelernt. Also der kannte das halt auf Englisch und hat sich das auf Deutsch angeguckt und irgendwann konnte der Deutsch. Als Kind geht das, glaube ich, flotter. Wenn du von Kindesbeinen an halt sowas guckst, dann, glaube ich, kannst du damit das tatsächlich lernen. Ich bin halt nicht sprachenaffin, muss man sagen. Also ich kann gut Englisch sagen, das rede ich mit. Ich würde gern mehr Sprachen können, aber... Ich habe mich schon fürs Englische gequält. Mittlerweile konnte ich es gut, rede ich mir ein. Man wird verstanden. Man wird verstanden, genau. Ja. Also, wobei die Engländer mich ja angucken und sagen, du hörst dich an, als hättest du Englisch im Privatinternat gelernt. Es wäre ein sehr hochtrabendes, leicht arrogantes Englisch, was ich habe. Und ich so, ja, okay, passt zu unseren Lehrern. Blimey. Genau, wir haben halt Classical Oxford English gelernt. Ja. Und das ist wohl von der Aussprache, also die Aussprache, wie wir wirklich gelernt haben, die ist wohl sehr hochtrabend. The Queen's English. Also wir würden ein sehr britisches, sehr hochtrabendes Englisch, würde ich sprechen. Und gut, ich habe ja lange in einer amerikanischen Firma gearbeitet. Ich glaube, bei mir versaut. Du bist einfach rum. Ja. Genau, also wir müssen mal gucken, was hier... Beitragen, hieß da eben. Weiter oben war es, glaube ich. Ich bin noch nicht so weit. Da. Also genau, zu Toro Diallo sagten, ein Bekannter war in Indien, hat sich dort mit Wörterbuch und Google Translator durchs Taxi gequält, bis der Taxifahrer mitbekommen hat, was seine Muttersprache ist. Danach ging es weiter in akzentfreiem Deutsch. Das hat er dort wohl in vielen Belangen erlebt. Und er sagt, Franzosen mag an der Region liegen, aber wenn man Streit mit einem Franzosen hat, erklären die immer, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Ja. Also das ist... Das sind die wirklich so. Kann man so sehen. Da sind die auch stolz drauf, muss man sagen. Nächstes Jahr gute Nacht, wenn er noch hört. Ja? Und du sollst üben, sonst wird das nichts mit Mission 19. Ja, die ist echt tricky. Also da... Ja. Talyrian sagt, in Ungarn kommt man mit Deutsch zumindest in größeren Städten auch sehr weit. Zum Glück kann er Ungarisch. Das kommt dann noch besser an. Lustig dann, Talyrian, dann darf ich dir sagen, was ich ja lustig fand, wo ich gesagt habe, ich hätte gern zu meinen Ungarn, die wäre ja dann aus Frankreich und so, ne, kennt man sich. Und da waren wir danach in Ungarn und dann guckte ich an und sag so, ich hätte gern irgendwas besonders Ungarisches mal abends konsumiert. Mhm. Ich meine, so eine Gulaschsuppe ist ja nichts Besonderes oder Gulasch. Ja. Das haben wir ja auch häufig, vielleicht in unserem Style, nicht so im ungarischen Style, aber wie auch immer. Ich hätte gern irgendwas. Und dann guckte nämlich an und meinte so, ja, also es gibt einen besonderen ungarisches, also eine alkoholische Spezialität. Das sollte ich trinken. Also auf Englisch dann erklären, noch nicht so. Okay. Und gibt es das irgendwie im Restaurant? Und er so, ja, jedes Restaurant, geh einfach in den Hotelbar und sag das. Mhm. Ich so, okay, ja, was muss ich denn sagen? Und er so, you need one Schnaps. Schnaps? Schnaps. Du gehst da hin und sagst, ich hätte keinen Schnaps. Mhm. Ja. Und ich so, ich habe mich total verarscht gefühlt, weil du gehst da hin, setzt dich hin und sagst so, ich hätte keinen Schnaps. Und weißt du, was ich gekriegt habe? Schnaps. Einen Schnaps, einen Willi. Also eine Williams-Birne. Also war, und ich dann so, okay, das ist voll die ungarische Spezialität. Ja. Aber die waren halt auch sehr, sehr beeinflusst von den Österreichern. Und der Schnaps könnte ja sozusagen hin und her, wer weiß, ob der von uns ist oder von den Österreichern. Ja, wir waren, als wir in Budapest waren, waren wir in so einem sehr guten österreichischen Konditorei oder sowas. Genau. Jordi Labes sagt noch, er wohnt nah an der Grenze und es kommt super oft vor, dass Franzosen bei uns einkaufen und voraussetzen, dass die Leute im Geschäft Französisch sprechen. Ja. Manche schieben sogar Stress, wenn der arme Kerl an der Kasse nicht versteht. La grande nation. Also ich habe ja auch, als ich in der Schweiz war, musste ich ja auch feststellen, es tat mir ja leid. Ich war irgendwo, habe Zeitschriften oder sowas gekauft, war ich an der Kasse, wollte bezahlen. Die Kassiererin sagt irgendwas, ich muss verwirrt geschaut haben und dann hat sie es nochmal auf Hochdeutsch wiederholt. Dann dachte ich, okay, danke. Ja, das ist so, auch ich würde ja auch gern, also
Ich fände es ja toll, wenn ich wenigstens verstehen würde, was die sagen und vielleicht auch so ein bisschen was sprechen, aber es gibt einfach, ich bin kein Sprachennaturtalent und die Zeit, um wirklich Sprachen zu lernen, wenn ich nicht in dem Land bin, die nehme ich mir nicht. Also wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich in Frankreich leben würde, dann würde ich, also ich habe es ja mal jahrelang gelernt, dann könnte ich wahrscheinlich Sachen ausbuddeln und dann wird es irgendwann vielleicht gehen, aber das so hier zu Hause bringt ja nichts so richtig. Meine Schwester kann, die kann Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Hebräisch sprechen. Okay. Sprechen. Weil sie war ja damals im Schüleraustausch auch und da wollte sie ja die Sprache sprechen können. Also hat sie hingehört und hat Hebräisch gelernt. Ja dann. Okay. Ob sie es heute noch kann, ist eine andere Frage, aber bin da weit von entfernt, das gebe ich ehrlich, weit. Ja, Sister Mary Nachbarsachnow war bei der Bundeswehr in Polen zu einer Konferenz und der polnische Kollege hatte mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Mutter konnte Deutsch und hat sich gefreut, mit jemandem Deutsch sprechen zu können. Mir war das total peinlich, denn keiner von den anderen konnte Deutsch. Ein paar Tage später hat er mir dann geschrieben, seine Tochter war total begeistert von dem Klang der Sprache und hat sich entschieden, Deutsch als Fremdsprache in der Schule zu wählen. Ja, tschakka. So. Ja, das Feedback war übrigens allgemein, also ob Franzosen, Ungarn oder irgendwas. Irgendwann fragst du ja, was sind so die Eigenheiten. Du willst ja auch mal wissen, also ich bin da immer interessiert, was denken die anderen so. Aber nicht nur über dich, sondern einfach über die Deutschen allgemein. Und dann kam raus, erstens, in Deutsch kannst du schimpfen so gut wie in keiner anderen Sprache. Wenn du einen Scheiße jemand an den Kopf wirfst, dann... Diese verflixte Drecksscheiße. Dann weiß der Bescheid, ja. Also das Schimpfen war gut und sie haben gemeint, die Sprache klingt ruppig. Da klingt das Fluchen auch gleich nochmal verdammt. Ja, also sie wäre ruppig und wenn wüsste schon, wenn ein deutscher, arroganter Typ da um die Ecke kommt mit zu kurzen Hosen und Socken hochgezogen bis nach Rehisch, dann weißt du schon Bescheid, was als nächstes kommt. Genau. Ja. Und ich überspitze es, klar, aber ja, genau. Es ist ja immer so ein Kernchen Wahrheit drin, ne? Die Lehrerin sagt, wenn jemand zu ihm mit einer Sprache kommt, die ich nicht verstehe, dann antworte ich immer in Ungarisch, das ist immer lustig. Du bist ja auch fies, ja? Genau, Basti Zello beschwert sich, kein Sprachnaturtalent, aber zig Programmiersprachen. Eine Salze. Ich kämpfe ja, aber ich will ja auch, also, ja, genau. Der Navi hat genau das richtige gesagt. Ich schwitze ja Deutsch da. Ich lese das nicht vor. Nein. Ja. Genau. Und Jordi Labus sagt noch, er hat einen Lauf. Als meine Frau noch in der Kneipe gearbeitet hat, war da auch eine, die sehr gerne über ihre vielen Sprachkenntnisse erzählt hat. Dann kam ein echter Italiener. Sie bekommt das mit und quatscht den voll zu. Irgendwann dreht er sich zu meiner Frau und fragt, was die da die ganze Zeit redet. Er versteht sie nicht. Ich habe unter dem Tisch gelegt. Navi meint, Meister des Schimpfens sind die Italiener. Ja, die haben aber ja mehr Emotionen. Aber da klingt Emotion. Das noch irgendwie nett. Ja, die gehen ja über Emotionen und schimpfen vor sich hin. Das ist ja okay, aber sag mal, rein sprachlich. So, genau, die Italiener sind... Aber bei den Deutschen ist es einfach Wir sind voll nicht so emotionsgeladen an dieser Stelle. Zumindest wir sind mehr wuchtig, glaube ich. Also ich habe das schon nachvollziehen können. Ja. Was ich ja ganz lustig fand, letztens kam über die Schweizer, als es so im Rahmen der EM, glaube ich, war das sogar, wo ich das geguckt habe. Und da haben sie einfach mitten in der Schweiz irgendwelche Leute interviewt, was die so über die Deutschen denken. So einfach mal, tschakka, was denken die so? Und dann guckte die eine in die Kamera und meinte so, also ich kann den Dialekt natürlich nicht, meinte so, naja, die Deutschen, die mögen Regeln. Und die mögen, dass man sich an Regeln hält. Und die mögen, dass alle anderen auch ihre Regeln mögen und sich auch an ihre Regeln halten. Ja. Und wenn du es nicht tust, gucken sie gleich böse. Und das Ganze ist irgendwie arrogant. Und ja, ich kann bin man der sagen, Meinung, ja. Die Deutschen sind allgemein eher arrogant. Und ich sitze da so und weißt du, so auf dem Sofa, guck hin und denk so, irgendwie schon. Ja, also, das kann man nicht ganz. Es ist schon so ein bisschen. Und die Herleitung, warum wir arrogant sind, fand ich auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, also ich glaube, die Schweizer gehören auch zu den nicht so direkten Völkern. Ja, die reden da auch eher um die Kurve. Ja. Ja. Aber die fand ich echt gut, weil die hat das sehr deutlich. Also das war so. Da kann man dann wenigstens auch verstehen, wo man sagen, ja, kann ich jetzt. Nix. Kann ich nachvollziehen, ich verstehe, dass andere das anders empfinden. Ich kann es jetzt nicht ändern, aber ja,
kann nachvollziehen. Und deswegen finden die Schweizer auch Europa zum Beispiel blöd. Weil es so viele Regeln hat. Es gibt so viele Regeln und die meisten sind von den Deutschen. Ja. Das ist eher dumm. Ja. Genau. Ja. Aber wenn man halt mitspielen will. War jetzt von mir aufgespitzt. Wenn man halt mitspielen will, muss man. Wenn halt du mit den großen pinkeln willst, dann musst du halt auch mal. Ja. Jordi Abelo sagt noch, bei Italienern habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Ich war mal in Italien und ich habe die beiden Herren von der Rezeption gesehen und habe felsenfeste Meinung, die bringen sich gleich um. Ich habe dann einen Bekannten nachgefragt, der damals schon seit über 20 Jahren dort auf dem Campingplatz war und die verstanden hat. Kam dann von dem, die würden sich über was aus der Zeitung unterhalten. Wäre ein eher entspanntes Gespräch. Seither finde ich Italienisch mit Händen und Füßen richtig cool. Genau. In Ungarn sagt Tanyrion, typisch deutsch im Restaurant getrennt zu zahlen. Ja, kenne ich auch. Ja. Aber das ist nicht nur, also das ist nicht nur in Ungarn eher ungewöhnlich, dass du so machst. Ist mir auch in China so gegangen. Wo wir da, also in China ist es ja noch, dass du getrennt bestellst. Das war für die ein Schock. Also die haben mich angeguckt nach der Idee, so, was? Ihr seid zu fünft hier und ihr wollt fünf essen? Wie seid denn ihr drauf? Wie asozial seid ihr eigentlich? Weil für die ist es ganz klar, dass du essen gehst als Gemeinschaft, damit du ein gemeinschaftliches Genusserlebnis hast. Ja, und dann wird alles in die Mitte gestellt. Genau, und du probierst dich von A bis Z durch. Und für die war das ein Schock, dass jemand sagt, er setzt sich neben jemand anders und will nicht mit dem Gastfreundschaft teilen. Also nee, dieses die ganze Chinesen Soziale. Sind mehr gemeinschaftlich. Ja. Also war schon sehr, sehr, sehr treffend, ja. Ja, die Schweizer picken mehr die Rosinen, sagt Navigrat. Ja, das ist auch ein Feedback, was ich dann dazu zustimmen würde, ja. Die Schweizer sind sehr Rosinen-Nutpicking, aber sind sehr ein bisschen, sie würden sich gerne immer die tollsten Rosinen rauspicken, aber es klappt halt manchmal nicht. Ja. Ja. Aber ich finde es, die Schweizer finde ich so lustig, dass die so immer sagen, ja, alle anderen sind schlimmer oder so, oder ne, so. Mh. Aber zum Beispiel, dass wir eine Kernschmelze in der Schweiz hatten, so, das fällt mal so unter, weil das ist ja ein Bergmassiv, das fällt ja keinem auf. Hm. Ja, so, gab halt keine Riesenexplosion mit bla bla bla, sondern nur eine Riesenexplosion irgendwie unterirdisch. Kann man machen, ja. Aber sonst, die Schweizer sind ja auch ganz nett. Wir leihen ja auch unsere Leute halt nach die Schweiz aus. Ja, genau, wie man ja Entwicklungshilfe. Genau. Nee, also das ist schon, wir sind in einer sehr angenehmen Position, wie ich finde, innerhalb von Europa. Wir hocken nämlich in der Mitte. Und in der Mitte von eigentlich Freunden finde ich es immer sehr angenehm. Ja. Ich meine, derzeit es gibt immer unruhig unter mit den Polen und unruhig mit unter Freunden gibt es auch Sticheleien und so. Und es gehört auch mal dazu, dass man sich reibt und so, aber es ist halt, ich sage mit Polen und Ungarn, das fühle ich mich nicht so wohl, den Weg, den die einschlagen, das fühlt sich nicht nach freundschaftlich gemeinsam an. Das ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange, ganz allgemein über Politik zu reden und das ist nachts um 2:30 nicht gut. Ja, ist schon richtig. Was ich ja ganz begeisternd finde, ich hatte ja immer einen eher, sagen wir mal, kritischen Blick auf den blonden Premierminister aus Great Britain. Mhm. Aber die Woche hat ja der Abschiedsbesuch von Smaglinger mit Queen und ihm stattgefunden. Und er sagte, also und meinte das wohl auch ernst, das haben die dann auch bestätigt, die Journalisten, dass da eigentlich ein relativ positives Bild auf Deutschland herrscht. Auch er findet eigentlich die Merkel toll und auch uns toll, weil wir sind, er wusste genau immer, wo wir stehen, er wusste genau, was er uns antun kann oder nicht, wo wir noch mitgehen würden oder nicht und dass man Kompromisse in den Ebenen machen kann. Und er fand uns viel angenehmer als viele anderen, wo man das nicht wusste. Bei Deutschen weiß man in der Regel, woran man ist. Ja. Ja. Ja, also das, da muss ich zugeben, das fand ich erhellend, weil ich dachte, die denken, oh, diese Arroganten, dieser Mistkerle da in der Mitte von Europa. Und wir Don't machen mention the war. Genau, wir machen unseren Brexit und die hassen uns. Also so in der Ebene und das ist überhaupt, das freut mich. Also das finde ich echt gut, ja. Ja, Navi sagt, der erste atomare GAU war in der Schweiz und da sind wir stolz drauf. Genau so, ja, mein Lieber, genau so. Talirion sagt, zu Ungarn sage ich nur kurz, die mussten sich immer fremd bestimmen lassen. Jetzt wollen die ihren eigenen Weg gehen, ohne sich was sagen zu lassen. Ob das nun besser ist, lasse ich mal dahingestellt. Ja gut, kann man verstehen, dass die sich einfach mal von keinem mehr reinreden lassen wollen. Und, aber das hätte man sich überlegen lassen können, bevor man sich zu Europa bekennt.
Also es geht, du kannst halt nicht auf der einen Seite sagen, ja, lasst uns gemeinsam als Freunde, aber eigentlich finden wir euch alle scheiße. Ja, also beziehungsweise, wenn man halt die Vorteile genießen will, dann muss man sich halt auch an Regeln halten. Und ja, schwierig. Ja, das ist das griechische Problem, wenn ich es jetzt mal. Ne? Joe Diablo sagt, ja, ist ja cool, wie viele Bälle ich hier verwandeln kann, chinesisch. Ich war damals mit meinem besten Freund, meiner damaligen Freundin, in einem echt guten China-Restaurant und wir wollten auf Kultur machen, also mit Stäbchen. Haben wir uns erst die Teller und Besteck geklaut und wir bekamen kleine Schälchen. Egal, das hat funktioniert, hat super geschmeckt. Und dann machen die Pause, sitzen uns gegenüber und was machen die? Essen mit Messer und Gabel. Ja. Die ist natürlich auch germanisiert wahrscheinlich. Ja. Es hängt aber, also man darf halt Asiaten auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also wir hatten doch bei uns, die Suan war... In keinem Kurs mit mir. Ich habe die nur in der Abschlussfete einmal gesehen. Also Die war Koreanerin, oder? Das könnte sein. Ich weiß es aber nicht. Aber ich mehr. Kann, wie gesagt, also außer also mal gesehen. Wir waren ebenfalls auch bei ihren Eltern im Restaurant gewesen, haben wir irgendwo mal ein Kurstreffen oder so gemacht. Und da habe ich das gelernt, wenn du diese Schälchen bekommst, dann ist das gedacht, dass du die Schale in die Hand nimmst und dann halt so quasi isst. Ja. Und dann dafür funktioniert das mit der Schale auch super. Ja. In Thailand ist ja wohl so, dass du da eher mit der Gabel isst. Ja, auch in China. Also wir waren ja dann in China, sind da Bustouren gemacht und so weiter. Die essen auch alle mit Messer und Gabel. Das ist denen viel zu viel. Also es gibt natürlich, wenn du dann super fetten, klumpigen Reis mit einer Soße drauf hast, dann isst du den auch so. Aber alles andere isst du da mit Messer und Gabel. Es gibt gar keine Diskussion. Also weil das für die zucken dann nur die Schultern, sondern warum sollen die mit Holz quälen? Und das Vorteilhafte ist ja, danach stoppst du Messer und Gabel einfach die Spülmaschine und gut ist. Ja. Wenn so mit Holzstäbchen musst du ja immer aufpassen und sie dann am besten lieber per Hand spülen. Ist ja auch so eine Geschichte. Also das kann ich schon voll nachvollziehen, ja. Ja. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Chinesisch gegessen, aber ich war auch schon lange nicht mehr überhaupt... Wir bestellen häufig. Aber waren wir mal wieder beim ortsansässigen Italiener hier vor Ort. Ja, aber und hab mein echtes Schnitzel gegessen. Ich habe Pizza gegessen. Ja, wir bestellen mittlerweile immer bei der Pizzeria, aber die Pizza ist nicht gut. Wir essen echt Schnitzel da. Weil das Schnitzel ist herausragend lecker. Das wussten wir aber am Anfang nicht. Und haben gesagt, was für eine furchtbare Pizzeria, bis uns irgendjemand gesagt hat, ihr bestellt doch bei denen nicht Pizza. Keiner bestellt bei denen Pizza. Und ich so, hä? Ihr müsst mal das Schnitzel, das ist so richtig gut gemachtes Kalbschnitzel und dann richtig leckere Soße drüber und dann richtig geile Pommes. Und das ist richtig lecker. Und wieso? Okay. Dann essen wir wohl jetzt Schnitzel vom Italiener. Ach ja. Wer hat es erfunden? Ja, genau. At the end ist das, wenn es gut geht, gar kein Italiener, sondern ein Pakistani. Was weiß ich denn? Das habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ja. Sister Marina Appan sagt, wir hatten mal eine chinesische Delegation zu Besuch. Und mein Chef hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könne, da ich ja viel in der japanischen Kultur bewandert bin. Das war sehr interessant, denn die Chinesen waren sich bis zum Ende des Besuches nicht sicher, ob ich Chinesisch kann oder nicht und was ich überhaupt verstehe. Auf jeden Fall wurden sie sehr vorsichtig bei dem, was sie gemacht und gesagt haben, nachdem sie festgestellt haben, dass ich nicht zu den dödeligen Deutschen gehöre. Genau so. Aber ich erinnere mich, wir hatten eine Kommilitonin an der Uni, die hat Japanisch gelernt als Kurs an der Uni, weil sie auch dachte, dann kann sie mit den vielen asiatischen Studenten mal sprechen und hat dann herausgefunden, Mist, das sind alles Chinesen. Also sie hat, glaube ich, eine japanische Kommilitonin dann noch irgendwo gefunden, mit der sie mal reden konnte. Aber ja. Ja. Ah ja, du. Japanisch finde ich auch super interessant, aber es ist so, ja, also langweilig, ich weiß nicht, ob ihr das, ihr seht ja so das ein oder andere Video bestimmt von uns, langweilig ist mir irgendwie nie. Also, es gibt so viel... Das Nette bei den, also in China ist das nicht so, aber in Japan habe ich mir sagen lassen, ich war noch nicht da, habe ich mir sagen lassen, sind die auch ohne weiteres Willens rein von der Kultur her, mit sich auf Englisch mit dir zu unterhalten. Und das Gleiche ist uns auch in Thailand passiert, die können kein Deutsch, aber Englisch mit Händen und Füßen kann da jeder. Bis auf habe ich dir mal das von dem Markt erzählt?
Weiß ich nicht. Hab ich dir bestimmt erzählt. Wir waren auf dem Markt und jetzt ist es, aber damals noch ohne Kinder, ne? Und jetzt ist es so, wir probieren uns da immer durch, wir gucken uns da mal alles an und so weiter. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn das noch zirpt und quietscht, bevor ich es esse. Aber also sowas und wir standen dann da und dann war da so ein, wie heißt denn, so ein Street, so ein kleines Wägelchen, nenne ich es mal. Mhm. So Street Food, sagt man da, glaube ich, heute. Wir standen da davor und es war so ein Wägelchen und da hat er sowas gemacht. Und dann haben wir so zugeguckt. Und dann kam eine Einheimische dahin und hat mit dem hin und her und wurstel und wedel und mach und tu. Und dann hat der, also so wie so eine Schlange aus Köttbullar sah das aus. Also kleine Fleischbällchen und die auch so wie auf einer Perlenschnur waren die so alle hintereinander. Und das war so eine Schnur. Und ich so, Doris, wie sieht's denn aus? Und sie so, das sieht spannend aus. Und ich so, ah ja, dann alle hopp, komm. Und dann standen wir dann vor dem und der konnte halt kein Englisch. Gar kein Englisch. Und ich gucke den an und dachte so, naja, es kann ja nicht so schwer sein. Machst du halt mit Händen und Füßen. Und guck den auf und zeig auf die Wurst und sag so, ich hätte gern einen. Und da gucke ich an so. Und ich so, der hat es nicht, wir haben 5 Minuten mit dem rum, der war total verzweifelt. Vielleicht hättest du so machen wir müssen. Der hat es schon verstanden, dass ich gesagt habe, eins und da drauf gezeigt. Das habe ich, aber der hat uns überhaupt nicht, der hat einen Kopf geschüttelt, hat dann irgendwas auf uns eingeredet, war gar nichts, wir haben abgebrochen, es kam gar nichts. Erst viel später ist mir aufgefallen, ich hätte nicht sagen sollen eins, sondern einfach, also sprich, wie viel davon? Genau, weil ich bin danach erst auf die Idee gekommen, dass der verwirrt war, wieso jemand nur ein Fleischbällchen haben möchte. Ja. Das, also unterstelle ich habe den ja nicht verstanden. Und da, also so viel zu Kommunikation und Dings, ich sage mal, sogar mit Händen und Füßen hat es nicht geklappt. Mhm. Wir haben diese Fleischbällchen nie probiert. Also da war wirklich der einzige Mal, wo ich sagen muss, da war mir voll sprachlich Tilt. Ja, Joe Diabolus sagt, man muss für Kultur nicht zwingend ins Ausland. Ich habe ein paar Mal Urlaub in Cuxhaven gemacht, da war ich auch ein paar Mal, aber ist schon lange her. Und dort klingen sehr viele wie Otto, ist ganz normal dort. Als wir dann mit Saarländisch gekommen bin, waren wir die Heinz Beckers. Das fand ich unglaublich lustig. Die Ottos treffen die Heinz Beckers. Ajo, ist ja eigentlich noch Dodo. Also, ja, bei Saarland, ich war in Gerolstein bei der Bundeswehr. Und wir hatten 2 Saarländer, die dann bei uns auf die Stube gekommen sind. Und irgendwann, ich bin dann, natürlich kam meine Schwester dann, also am Wochenende ich nach Hause, meine Schwester auch nach Hause, gucke ich an, meint so, das ist ja furchtbar, du sprichst gar kein Rheinhessisch mehr. Das ist doch saarländisch, oder? Hm. Und ich so, warum? Und sie so, hör sofort damit auf. Hm. Und ich so, also so viel zu, weißt du? Man gewöhnt sich das an, ja. Sister Mary Napalm sagt noch, naja, das Problem in Japan ist, aufgrund des Unterrichtstypus in Japan haben viele Japaner Angst, Englisch zu sprechen, aus Sorge, sich vor jemandem zu blamieren. Daher ist es schwierig, die meisten Japaner zum Englischsprechen zu bewegen. Es ist immer gut, wenn man mit ein paar Brocken Japanisch kann, um erstmal das Eis zu brechen. Das wusste ich nicht, okay. Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Wenn erstmal der andere sich bemüht und versucht irgendwie ein bisschen was auf Japanisch und dann aber man auch sieht, Der kann es nicht, aber er versucht es, dann kann man es mit auch nicht so gut können, dann hat der andere sich quasi schon blamiert, dann blamiert man sich selber nicht mehr so. Genau. Ja. Genau. Ja. So. Ich hatte eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir heute haben. Ja. Also wir haben ja auch einen Mitternachtstalk XXL quasi. Ja. Aber ich muss sagen, ich werde jetzt auch langsam mal müde. Du kriegst 20, auch so einen Glanz in die Augen. 20 vor 2, genau. Das ist. Ich darf jetzt noch mal einmal quer durch. Es hat übrigens geklappt gestern. Um die Selzbachtal. Wie heißt das Ding? Salzbachtal. Salzbachtalbrücke. Okay. Einmal quer drumrum und. Die wohnen ja da fast auf der Autobahn bei dieser Ausfahrt. Ich fahre da so eine kleine, kannst du dir vorstellen, durch so ein Sträßchen und denkst, wieso steht da, hier geht's zur Autobahn und das ist eine Straße, die ist einspurig und so 3 Meter breit, fährst du runter da durch Wiesbaden und bist auf einmal auf der Autobahn und die Häuser sind direkt an der Autobahn. Ja gut, das ist ja... Also wo ich so... Am Ende von der Schiersteiner Brücke, also da, wenn du die, am Ende von der 643, das fährst ja auch in die Häuser quasi. Ja, ja, aber die sind wirklich, also aber nicht hier einen halben Meter, Dennis. Also wirklich. Okay. Also wirklich, die wohnen an der Autobahn. Krass.
Also da war ich gleich konsterniert. Vor allem, ich habe keine Kraft, dass die Autobahn ist, weil das sah aus wie T-Kreuzung. Also weißt ja, gut, du so. Ich erinnere mich, wir waren irgendwie in wo ist Sanssouci? Potsdam. Ja. Wir waren in Potsdam und warten an der Ampel und dann kommt plötzlich aus der Häuserschlucht von rechts der Zug. Was ist denn jetzt? Aber ja. Kann man machen. So, Eifelsucht sagt, euer heutiger Stream ist ein absolutes Highlight. Ja, vielen Dank. Ja, du. Mit uns kann man schwätzen, das war schon immer so. Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir raiden nochmal. Ja, guck mal hier, der war vorhin bei uns geradet, dann können wir zurück raiden. Der Cracky war da und ja. Dann schauen wir, gehen wir doch jetzt mal bei ihm vorbei. Und da muss ich hier klicken und da muss ich da klicken. Genau, nächster Stream steht noch nicht fest, aber nee, wir arbeiten daran. Ich würde mal so sagen, in grob 4 Wochen oder boah, sowas. Kann sein, und dann schauen wir mal, ob wir dann direkt mit Historyline nochmal probieren, das dann durchziehen. Ja. Genau, oder was wir sonst so machen. So, Raid beginnen. So. Er hat kein Bild. Ja, der kommt schon noch. So, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.